Ach, ihr seid ja auch da. Hallöchen, liebe Kunis. Einen wunderschönen Start in die neue Woche. Was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Herzlich willkommen zu einem spontanen Stream, den ich euch hier kredenze. Und ja, ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung, was wir so richtig machen. Ich habe mal meine Switch angeschlossen, weil ich mal ein bisschen Bock habe, mit der Switch zu streamen. Bevor es aber losgeht, trinke ich vorher noch einen Schluck Wasser. Ich hätte ein paar Ideen, was wir machen könnten. Ich kann euch auch gleich einmal meine Spielebibliothek zeigen. Also ganz oben auf meiner Liste steht Final Fantasy VIII oder der Resident Evil 5 Mercenaries Modus. Wir haben aber auch noch eine ganze Zahl von anderen Spielen hier zur Verfügung. Schauen wir doch mal, was wir gleich so zocken werden. Ich hätte ja Bock auf Final Fantasy VIII. Der Chevy und ich, wir haben abgemacht, dass wir die mal zocken werden, die Final Fantasy Teile. Also sein All-Time Favorite ist, glaube ich, Final Fantasy X und mein All-Time Favorite ist Final Fantasy VIII. Und ja, das wäre doch mal eine schöne Gelegenheit, die Switch hier auszupacken und ein bisschen hier zu daddeln. Ich habe den Teil die Tage einmal angefangen, habe schon mal den Anfang gespielt, um mal wieder so ein bisschen mental reinzukommen. Und boah, absoluter Kindheitsflashback, ne? Richtig krass. Hallöchen, der Dulling, einen wunderschönen guten Mittag. Wie geht es dir, mein Freund? Herzlich willkommen. Wir werden jetzt hier ein bisschen daddeln. Ich zeige euch einfach mal, was ich drauf habe. Wie gesagt, meine Tendenz geht entweder zum Resi 5 Mercenaries Modus oder Final Fantasy VIII. Wir gucken mal. Wir werden das dann gleich in der Streaming-Beschreibung auch nochmal ändern. Also, das hier sind jetzt meine Spiele in der Top-Line, sag ich mal. Deadly Premonition, Life is Strange, Long Reach ist, glaube ich, soll so eine Art Horror-Game sein, aber irgendwie. Weiß ich nicht, habe ich nur mal kurz reingeguckt. Das hatten die für ganz wenig Geld im Store. Genau, also das hier hätte ich jetzt in der Mainline. Ansonsten, was ich auch so teilweise auf Cartridges habe, Dying Light, Tormented Souls, das hatten wir aber letztens erst hier auf dem Kanal. Ring Fit werde ich nicht im Stream spielen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Gone Home, Ghost Runner, Alex the Kid. Oh, Alex the Kid, da werden Kindheitserinnerungen wach. Final Fantasy IX. Muss ich ehrlich sagen, hatten wir auch gestern im Stream kurz drüber gequatscht, ist nicht unbedingt mein Favorite-Teil. Also ich komme da irgendwie nicht rein in das Spiel. Ich weiß auch nicht wieso. Trover Saves the Universe, Grandia, Dead Cells, A Short Hike. Wir gucken mal. Also ich tendiere ganz stark zu Final Fantasy VIII. Mir geht's gut und selbst bin happy, dass nun noch ein Stream kommt, da ich morgen wieder eine Woche out of order bin. Oha, wie kommt's? Beruflich oder was? Was machst du da? Bist du dann auf Achse? Boah, Leute, ich habe so einen Brand, ne? Ich fühle mich, als hätte ich gestern gesoffen. Was ist denn los? Ja, schauen wir mal, ne? Was machen wir denn hier? Ja, bin morgen wieder eine Woche auf dem Schiff. Geil, Mann. Geilo. Ist ja echt beneidenswert, ey. Können wir mal die Jobs tauschen für eine Woche oder so? Oh, guck mal hier, Software erneut herunterladen. Was haben wir denn da? Habe ich noch mehr, was ich nicht. Crunchyroll Dauntless. Oh Gott, das war auch so unfassbar scheiße. Oh, shit. Fortnite. Knights of Pen and Paper. Paladin. Stormboy. Das habe ich schon komplett vergessen. Stormboy. Evoland war auch ein ganz cooles Game. Da geht man quasi einmal die Evolution der Videospielhistorie durch. Man fängt an in so einem schwarz-weiß JRPG over the top. Nee, wie heißt das? Wenn die Kamera so von oben ist, nicht over the top. Aus der Vogelperspektive und dann kommen irgendwann so 3D-Elemente hinzu, das Spiel wird bunt, dann kriegt das Spiel andere Mechaniken und so, das ist schon echt geil gemacht. Wir verlassen mal den E-Shop. Also ich bin dafür, dass wir erstmal starten mit einer Runde Final Fantasy und was wir dann machen, können wir ja dann gucken. Ja, ist irgendwie chillig, aber die Woche hat es auch immer in sich. Schlafen ist da nicht wirklich okay, krass. Hallöchen, liebe Vivi. Hallöchen, schwarzes Bund. Was geht ab? Ja, wenn die Vivi da ist, könnten wir auch eigentlich eine Runde Stardew Valley zocken. Aber ich weiß halt nicht, ob Stardew Valley so geil für den Stream ist. Mahlzeit, lieber Barkas. Was geht ab? Also, ich würde sagen, wir starten mal mit einer Runde Final Fantasy VIII.
Final Fantasy, wie gesagt, wollten wir ja schon länger mal hier auf dem Kanal starten. Und für spontane Streams eignet sich das ja eigentlich ganz wunderbar. Das Coole ist, du kannst in der Remastered-Edition auch zum Beispiel einstellen, dass du zum Beispiel nicht unbesiegbar bist, aber dass du halt irgendwie viel höhere Schadenswerte hast, dass du in der Oberwelt nicht angegriffen wirst von Monstern und dass das Spiel dreimal so schnell abläuft und so. Richtig krass. So schön, 2 Wochen nicht zu arbeiten. Das glaube ich dir, lieber Barkas. Ich bin richtig neidisch. So, wir starten natürlich ein neues Spiel, ne? Ist klar. Ist klar. Mach hinne! Okay. Wir starten ein neues Spiel, Final Fantasy VIII. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das Spiel ist trotzdem, obwohl es remastered ist, immer noch in 4 zu 3. Ne? Barkas sagt gerade, ein Follower bis zu 500. Ach, weißt du, das mit den Followern, das ist so eine Sache. Dann stehst du ein Follower vor der 500, dann springen wieder 3 ab. Dann musst du wieder eine Woche warten, bis die dazukommen. Die 499 bedeutet gar nichts. So, schön, dass ihr noch mal die Steuerung hier erklären. Da genau, wenn du beide Sticks reindrückst, keine Zufallskämpfe. Wenn du den rechten Stick reindrückst, hast du einen Kampfboost. Und wenn du den linken Stick dreimal drückst, nee, wenn du ihn reindrückst, dann erhöht sich das Tempo. Vivi sagt, ich mache jetzt voll die 500. But why? Folgst du uns noch nicht? Also ist das mehr ein Bait für den Streamer? Nein, das ist natürlich schon gut für uns, wenn unser Kanal hier wächst, das ist klar. Aber die Zahl an sich, 499, heißt jetzt nicht in Anbetracht des Umstandes viel, dass wir bald die 500 geknackt haben. Es kann auch sein, dass irgendwie bis morgen wieder 4 abspringen. Das ist vollkommen normal hier. So, okay. Wir haben die Steuerung, glaube ich, begriffen. Freunde, wir ziehen uns jetzt das epischste Intro der Videospielgeschichte rein. Was hat die gesungen? Irgendwas mit WhatsApp? Oh ja, sehr geil. Ich mach gleich ganz schnell den Screenshot, wenn die 500 reinkommt. Oh, da müssen wir uns ja dann zum 500 Follower-Stream was einfallen lassen, ne? Was machen wir denn da? Zum 300er hatten wir ja den 12-Stunden-Stream mit Resi 5. Gucken wir mal, was wir da machen. Oh, Final Fantasy 8 habe ich nie gezockt, mein Lieber. Warte mal, vielleicht kann ich hier was umstellen, dass das noch ein bisschen schöner aussieht. Nee, okay, lassen wir das. Lassen wir die schwarzen Ränder, was soll's. Oh, so schön. Mein Handy muss nur kurz laden. Alles gut, Vivi, mach dir keinen Stress. Das ist jetzt so geil, ne? Ich liebe das, ey. Ich glaube, ich habe mir das als Kind wirklich 500 Mal reingezogen. Squall, bester Mann, ohne Scheiß. Das hat ja schon so fast Star Wars Vibes, ne? Anakin, du warst der Auserwählte! FF9 ist ein mieser Port auf der Switch. Die Ladezeiten zum Kämpfen können bis zu 1 Minute dauern, echt? Also ich habe da mal reingeguckt, ich habe das bisher noch nicht so bewusst wahrgenommen. Ich glaube dir das natürlich. Jetzt, Leute.
schön. Ich hier ist meine Gänsehaut, wenn ich das sehe. Toll, 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 toll. Ich liebe es. So, Chevy fängt nämlich bald hier mit seinen Spontan-Streams mit Final Fantasy X an. Ich überlege, ob man das hier nicht irgendwie größer machen kann. Das ist ja schon blöd, wenn man hier diese ganzen Dingens hat. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Wir machen das. Wir regeln das. Wie das BGB mit einem nachgestellten Nebensatz. Transformieren auf volle Größe. Boom. So, und wenn wir jetzt, warte mal. Warte mal, warte mal. So. Irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Was ist denn hier los? Schade. Okay. Gut, dann machen wir Steuerung Z. Z, ziemlich zügig. Gut, Freunde, wir lassen es einfach für diesen Stream so. Dr. Kadowaki, bist du okay? Ja, freilich. Ja, ja, sicher. Treib nicht ständig Unsinn. Fühlst du dich wohler? Scheint alles okay zu sein. Sag mir deinen Namen. Wie sollen wir den guten Mann nennen? Eigentlich heißt er ja Squall. Squall? Wie sollen wir ihn nennen? Die Anzeige passt so vom Bild her. Ja, wir lassen das jetzt. Passt schon. Wie können wir denn jetzt zurückgehen? Da, zurück. Wir nennen ihn. Wo haben wir denn hier kleine Buchstaben? Ach, da. Muss ich das echt so umschalten? Das ist die beschissenste Tastatur aller Zeiten. Wir nennen ihn Captain Cooney, oder? Vivi Cat Mom 2. Achtung, fertig. Los! Ist es ein Rohrkrepierer? Kommt da noch was? Ich sehe nichts. Da, 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 da. Wow, wir haben die 500 Follower voll. Ja, leck mich am Arsch. Dankeschön, liebe Vivi. Danke dafür. Es ist doch sehr passend, dass du als meine Schwester. Ja, Mann, sehr gut. Es ist doch sehr passend, dass du als meine Schwester hier die 500 voll machst. Vielen lieben Dank dafür. Ich finde deinen Namen auch geil. Vivi Catmom V2. Version 2. Hallöchen, Foxfire. Einen wunderschönen guten Tag. Ich ändere mal eben kurz meine Kategorie in Final Fantasy 8. Final Fantasy 8. Ist es das? Da. Remastered. Okay, perfekt. Nice. Okay, so viele Buchstaben können wir denen gar nicht geben, sonst hätte ich Captain Cooney gesagt. Ich würde sagen, er ist Schwede, oder? Wir nennen ihn Coulson. Passt das von den Buchstaben? Ja. Es passt perfekt. Freunde, das ist so ein Zeichen. Es ist doch dafür gemacht. Coulson! Captain Coulson. Geil. Also Leute, die 500 haben wir voll. Vielen lieben Dank dafür. Das Follower-Ziel muss aktualisiert werden. Auf was machen wir das denn dann? Ein neues Ziel eingeben. Ziel 510. Nee, komm, da machen wir mal 700, okay? 700 ist the new way to go. Richtig geil, 500 voll, ey. Ich freue mich so. Der Chevy, wenn er das jetzt wüsste, ich werde dem nachher schreiben, wird er sich auch den Arsch abfreuen. 501 schon? What? Ach so, ein neues Follower-Ziel, 501. Ja, das wäre natürlich auch cool. Machen wir mal 700. Zack. Follower-Ziel aktiviert. Nice. Genau. Wir werden uns natürlich wieder was total Specialiges überlegen, dafür, dass wir jetzt die 500 voll gemacht haben. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat Radio Raccoon ja jetzt ein neues Teammitglied hier, und zwar den neuen Chris. Mitglied. der liebe Chris ist jetzt am Start. Der wird beim einen oder anderen Stream auch mal sicherlich dabei sein. Vielleicht können wir dann mal irgendwie so einen Community Day machen, wo wir vielleicht ein bisschen Reverse zocken
Oder vielleicht zocken wir dann auch Resi 6 durch. Das wäre doch mal was. Dass wir da nicht sagen, wir machen einen 12-Stunden-Stream, sondern wir zocken Resident Evil 6 so lange am Stück, bis es durch ist. Es wird da nämlich garantiert länger als 12 Stunden. Oh Gott, wo reiten wir uns da wieder rein? Ja, geil. Vielen lieben Dank, liebe Vivi. Danke, dass du die 500 voll gemacht hast. So, wir machen mal weiter mit, ich wollte gerade sagen Resident Evil 8, mit Final Fantasy 8. Dr. Kadowaki sagt, ihr solltet beim Training mehr Acht geben. Das kann mal ins Auge gehen. Catjam, Catjam, Catjam. Ist das ein Emote? Ich sehe das nicht, lieber Gani. Sagen Sie das Cypher. Ich will nicht, dass der Cypher heißt. Ich will, dass der. Boah. Okay, wenn wir Kunzon sind, dann ist er Hurenzon. Kennt ihr dieses mit der RTL-Sprecherin? Ja, das ist Björn Björnsson und sein Bruder, keine Ahnung, Jonsson Hurenzon. Das ist euer Better TV, Twitch TV Emote. Okay, warum sehe ich das nicht? Ja, ein Better Twitch TV? Alter, was ist denn hier los? Dieser Junge, der hört auf keinen. Lass dich nicht mit ihm ein. Ich kann nicht einfach weglaufen. Wir kommen uns wohl cool vor, was? Aber übernimm dich nicht. Mal überlegen. Dein Ausbilder ist Quistis Trap. Ich werde dir Bescheid sagen. Apropos, Chris, die Kanalbeschreibung beinhaltet Chris noch nicht. Als Info für später. Das schreibe ich mir auf, lieber Dulling. Das ist sehr gut. Wir müssen die ganzen Sachen natürlich noch aktualisieren. Auch auf unserem YouTube-Kanal und so. Danke, danke, danke fürs Bescheid sagen. Mache mir eine neue Notiz auf mit dem Überpunkt Wir geloben Besserung. Wir geloben Besserung. Erster Punkt. Chris in allen Beschreibungen einpflegen. Perfekt. Dankeschön fürs Bescheid sagen, Dulling. Ja, das Ina Müller-Ding kennt man. Ist das von Ina Müller? Das wusste ich gar nicht. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Quistis, hier ist jemand. Quistis, hier ist jemand, den du abholen kannst. Ja. Die Verletzung ist nicht schlimm. Die Narbe wird aber bleiben. Genau, ja. Was hat Quistis da gesagt? Wow, und der nächste Follower ist auch am Start. Mein Constructor, vielen lieben Dank. Du bist die 501, mein Lieber. 501, ist das nicht so eine Sturmtruppendivision oder so eine Clone Trooper Division? Dankeschön, danke für deinen Follow. Was hat Quistis da zu ihr gesagt? Dass sie sagt, genau ja, wahrscheinlich so, boah, die Narbe ist verdammt sexy oder irgendwie so. Gut, komm jetzt gleich. Originalversion oder PC, PS4, PS5 Port. Das ist jetzt der Nintendo Switch Port. Ich habe das Game aber auch noch original hier liegen. Könnte das von der Hardware dann über eine PS1, PS2 oder PS3 spielen? Aber ich streame viel zu selten mit meiner Switch. Deswegen habe ich gedacht, komm, wir ballern mal hier heute auf der Nintendo Switch. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, wer das ist. Kunzen, endlich sehen wir uns wieder. Kunzen oder Kunzon? Ich finde ja, Son ist eine bessere Betonung. Kunzon. Vor allen Dingen, warum ist sie die Ausbilderin? Sie ist doch kaum älter als Squall. Das macht keinen Sinn. Du weißt es nicht und warum die Switch-Version? Weil, keine Ahnung, ich habe gedacht, hier mit ein bisschen höherer Auflösung das mal zu zocken. Gut, ich hätte es jetzt auch für PS1 teilen können, aber da hätten wir ein bisschen mehr Pixelbrei. Ja, und ich habe mir das mal irgendwann in einem Bundle geholt, da war Final Fantasy 7 und 8 als Retail auf einer Cartridge. Hey, ich wusste doch, dass es einen von euch beiden erwischt hat. Es hat doch beide erwischt, oder nicht? Nee, ich weiß das tatsächlich nicht mehr. Also, ich kenne die Hintergrundgeschichte, wie die alle zusammenhängen, die ganzen Figuren, sag ich mal. Aber ich weiß nicht mehr, wer die Frau ist. Das sieht man in einer Rückblende aus einer anderen Sicht, wer die Frau ist. Okay, krass. Ich bin gespannt.
Los, gehen wir. Heute findet die praktische Prüfung statt. Okay. Hallöchen, liebe Jen. Hello there. Sag mal, Kunson, gibt es etwas, was dich bedrückt? Mein Name. Nicht wirklich, nicht wirklich. Was ist so komisch? Komisch? Nein, nein, ich freue mich nur. Ich weiß jetzt, was mein Lieblingsschüler denkt. Mein Lieblingsschüler. Knick, knack. Wie geht's dir, liebe Jenny? Was macht die Arbeit? Ich hoffe, du hast einen entspannten Tag in den Woche. Ich hoffe, du hast einen entspannten Tag in den Woche gehabt. Guck mal, Jenny, wir haben die 500 geknackt. Wir haben jetzt 501 Follower. Ich weiß jetzt, was mein Lieblingsschüler denkt, deswegen. Ich denke aber nicht so primitiv. Dann erzähl. Erzähl mir mehr von dir. Das geht dich nichts an. Das ist auch so ein geiler Übergang, ne? Das haben die in Final Fantasy VIII richtig gut gemacht. Weil du hast jetzt hier so eine Mischung aus Gameplay und jetzt geht's über eine Cutscene. Das ist so geil. Und da kommen später noch so hammergute Szenen, wo das so mega geil umgesetzt ist. Ich sag nur, der Strand, wo die mit dem Booten ankommen. Oh, ich liebe es. Gerendert. Ich weiß, bin schon die ganze Zeit da, aber zu viel zu tun. Deswegen wenig Zeit zu schreiben. Mach dir keinen Stress, liebe Jenny. Alles gut. Zunächst zum heutigen Plan. Wie ihr bestimmt schon gehört habt, findet heute die Seed-Prüfung statt. Alle sind so aufgeregt. Die Nicht-Teilnehmer müssen heute selbstständig arbeiten. Die Teilnehmer haben bis heute Nachmittag Zeit. Ihr müsst ausreichend vorbereitet sein. Hallöchen, lieber Pegro. Herzlich willkommen zu Final Fantasy VIII. Um 16 Uhr in der Eingangshalle. Die Gruppen werden dort bekannt gegeben. Um 16 Uhr eine Prüfung. Da ist man noch gar nicht mehr frisch in der Birne. Alles klar. Ach ja, Cypher. Beim Training darfst du niemanden verletzen. Sei bitte vorsichtig. Oh Gott, damn it! Wir sehen uns dann später. Wow, das war der kürzeste Unterricht aller Zeiten. Und Kunson, komm bitte her, ich muss dich etwas fragen. Kunson. Björn Kunson. Schade, dass man da nicht mehr Buchstaben eingeben konnte. Das wäre richtig geil gewesen. Wusstet ihr eigentlich, dass ich glaube auf... Oh, welche Sprache ist das? Ich glaube Schwedisch. Auf Schwedisch heißt Panda-Bär Bambusbjörn. Hallo, verpisst euch. Ich will mich an meine Lehrerin hier ranmachen. Haut ab. Hi, bist du öfter hier? Du musst noch in die Feuergrotte. Die Feuergrotte. Sonst kannst du an der Prüfung nicht teilnehmen. Ich wollte ja heute früh, nur Cypher kam dazwischen. Bambusbjörn nicht ganz, aber... hat sich so etabliert. Ist das nicht wirklich so? Ich glaube, Panda-Bär heißt Bambusbjörn und Batman heißt Lederlappen. Gibt es einen triftigen Grund? Nein. Dann gehen wir jetzt zusammen hin. Wenn du dich noch unsicher fühlst, kannst du dich am Schulrechner vorbereiten. Ich werde am Haupttor warten. Bitte komm, wenn du fertig bist. Dein Schulrechner ist an deinem Platz. Mhm. Ratatatata. Die Musik ist so schön, ne? Panda ist tatsächlich Panda auf Schwedisch. Aber wo heißt das denn nochmal Bambusbjörn? Oder ist das so eine Urban Legend? Stimmt das gar nicht? Bidoke. Wir müssen jetzt hier für jeden Charakter eine Stimme etablieren. Ach, geht schon. Sorry, ich hatte es eilig. Hey, gehörst du zu der Klasse dort? Ja. Sag mal, ist die erste Stunde vorbei? Ja. Der Garten hier ist viel größer als der, bei dem ich zuletzt war. Hey, sag. Ich komme gerade von einem anderen Garten. Kannst du mich mal kurz rumführen? Ja, aber natürlich. Hier ist hier nochmal Selfie, ne? Nee, oder?
Ist das Selfie? Bambusbjörn Island. Echt? Ohne Scheiß, in Island heißt der so? So, da bin ich wieder. Ja, welcome back, Mind Constructor. Wir gehen am besten runter in die Eingangshalle und sehen uns dort den Wegweiser an. Das ist so geil, ey. An die Leute unter euch, die auch mal Final Fantasy 8 gezockt haben. Habt ihr immer dieses Karten? Oh. Der Name Bambusplan setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Bambus gleich bezeichnet den Bambus, damit ist die aus Asien stammende Pflanze gemeint. Plan gleich bedeutet Bär. Weitere Varianten für das isländische Wort Plan sind Bjarna, Birnir. Birnir. Geil. Dankeschön, Jenny. Danke für diese Info. Bisschen leise. Das TTS war ein bisschen leise. Weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich da lauter einstellen kann. Ich kann es ja nochmal vorlesen. Warum heißt der Panda-Bär Bambusbjörn in Island? Der Name Bambusbjörn setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Bambus bezeichnet den Bambus. Damit ist das aus Asien stammende, die aus Asien stammende Pflanze gemeint. Und Björn bedeutet Bär. Weitere Varianten für das isländische Wort Björn sind Bjarnar und Birnir. Das klingt wie so Charaktere aus God of War. Oder so Attacken. Bjarnar! Er ruft doch immer der Atreus, wenn er so mit Pfeil und Bogen schießt. Bjarnar! Birnir! Schwedisch für Urgroßvater. Gammelmormor. Nein, wirklich jetzt? Oh Gott, das können wir jetzt aber mal ein bisschen schneller machen, oder? Wir kennen uns doch hier schon aus. Wir sind doch hier schon seit 22 Jahren zu Hause, Leute. Mein Gott. Ja. Ratatatata. Hey, hör mal, du nimmst doch heute an der Seed-Prüfung teil. Ja. Dann sehen wir uns vielleicht nachher. Die Theorie habe ich in meinem alten Garten gemacht. Ich nehme heute auch an der Seed-Prüfung teil. Ich wünsche uns beiden Glück. Und danke, danke. Gerne, gerne. So, dann speichern wir mal doch direkt hier. Wie speichern wir denn? Achso, da. Nehmen wir mal als Streaming-Slot hier den zweiten Steckplatz. Hallöchen, lieber Fabi, was geht ab? Schnapp dir einen Kaffee, hock dich hin, genieß den Stream. Oh, holy shit, mein Constructor. Das kann ich leider nicht bieten. Tut mir leid. Nicht bieten. Just beat it, beat it. Ja, geil. Auf Originalkonsolen macht das immer am meisten Spaß, das zu zocken, ne? Hallo, achso. Nein, schwedisch für Taschenlampe, Ficklampe. Ey, wie geil ist das denn? Denkst du dir das jetzt aus, Barkas, oder ist das real? Ich dachte, die Ficklampe ist dann, wenn man sich an die Stirn schnallt. Ich muss heute noch in meine Berufsschule fahren, du Armer. Warum? Kann ich jetzt hier schon drawn? Nee. Müssen wir erst noch einstellen. Hallöchen, lieber Fjorell. Ja, ich hatte mit dem Chevy drüber gequatscht, dass wir mal unsere Lieblings-Final Fantasy-Teile spielen wollen. Kunson, du hast was vergessen. Hier sind deine... Oh, wie nennen wir den? Oh, ist das herrlich. Man kann die alle selber benennen. So, Kunis. Ihr dürft den besten Namen aussuchen. Aber es muss von den Buchstaben passen. Moment, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Buchstaben. Hast du Final Fantasy 8 schon mal früher gespielt? Ja, ganz, ganz früher. Meine Tante war damals so nett und hat mir die Platinum-Version für die PS1 geholt. Ich habe die auch noch hier im Regal stehen. Ist aber leider schon ein bisschen lediert von der Hülle. Oh, ey, Wesker ist schon nicht schlecht. OG Kuni, auch gut. Quackel, ja, auch.
Was? Küchenkasten? Lame? Überbetriebliche Ausbildung. Und es ist nicht der Inbegriff von Schwitzerditsch, Zerstörer, Björn, Mormor. Was soll man nehmen? Was soll man nehmen? Passt denn Bambusbjörn? Ich glaube, Bambusbjörn passt nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sind leider zwei Buchstaben zu viel. Skank. Skankhand 42. Merkel. Oh, Merkel ist gut. Wir nehmen Merkel. Merkel ist sehr gut. Hallo? Wir nennen ihn jetzt immer Angela. Merkel killt alles. So, das ist die Merkel und das ist die, wie nennen wir Shiva? Vielleicht Grada? Kommt Leute, Söder. Oh, Söder auch sehr gut. Putin, Abdruck. Oh, nice. Lauterbach, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es sind, man kann leider nur 9 Buchstaben nehmen, Backers. Komm, wie nennen wir den? Weißt du was? Zu Ehren dessen, dass meine Schwester die 500 voll gemacht hat, nennen wir die Vivi. Das ist doch ein fairer Deal, oder? Datenschutz, Grundverordnung, Artikel 17. Ich muss dir einiges erklären, bevor wir loslegen. Oh. Oh, das, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das wird der nächste Name, auf jeden Fall. Das ist richtig gut. Wir sind stark, weil wir die Hilfe der GF in Anspruch nehmen. Wenn eine GF stark wird, werden wir ebenfalls stärker. Dazu müssen wir die GF koppeln. Oh, kann ich jetzt hier schneller machen? Nein, es geht nicht. Boah, dieses Tutorial-Gelaber, ne? Oh. Ich weiß, es ist wichtig. Ich hab's auch nur halb verstanden, aber... Ich weiß nicht. Ich finde, Quistis ist eine schlechte Lehrerin. Ich kann ihr nicht zuhören, wenn die redet. Das wirkt alles so auswendig gelernt. Mit dem Abbrechen-Knopf? Was ist denn der Abbrechen-Knopf? Ah! Das wusste ich gar nicht! Alles klar, soweit. Du kannst jederzeit im Menü unser Tutorial nachlesen. Wow, okay, damit wären Speedruns natürlich um einiges einfacher. Wenn wir an der Feuergrotte sind, erkläre ich dir das Koppeln von Zauber. Du solltest bis dahin Zauber mit Draw gezogen und gelagert haben. Zauber kannst du von Monstern ziehen. Können wir jetzt los? Um zur Feuergrotte zu gelangen, müssen wir in Richtung Osten. Wir müssen Richtung Osten! Hm, was vergessen? Gut, ich warte so lange hier. Haben Sie schon mal versucht, recht an euer Rund zu machen? Ich fick die Chosen nenne. Was? Achso, ich habe ja noch gar nichts gekoppelt hier, ne? Oh. Wieso kann ich nicht das Optimal-Ding machen? Hä? Oh, einmal die Nase abstempeln. Gut, dass ich die Stempelkissen immer noch hier liegen habe. Eine Sekunde. Ich würde sagen, damit man es schön sieht, empfehle ich passend zum Herbst ein zartes Lila auf die Nase, wenn das für Sie okay ist, Herr Fabi. Ich denke mal, oder? Wir nehmen einen mit gut.
über Hancock. Gut gemacht. Weil das optimal nur für Zauberkopplungen gilt und du noch keine Zauber besitzt, das kann natürlich sein. Die ganzen Tutorials am Anfang, ey, die sind so hart, oder, Fjorell? Die sind richtig hart, ey. Das fühlt sich an wie richtige, echte Schule. So, komm, jetzt hier. Übrigens, ich wollte euch das gestern noch im Stream sagen, hab's aber, glaube ich, vergessen. Sieht man den? Moment, ich mach mal kurz auf Facecam. Ja, den sieht man gut. Alles klar, das passt. Super. Ich hab für Mitte Dezember mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit endlich meinen Tattoo-Termin für das Halo of the Sun-Symbol aus Silent Hill. Da freue ich mich schon sehr drauf. So. Zack, Nase gebrochen. Okay, deine Cam-Szene hat lauteren Game-Sound als deine Game-Szene. Ich glaube, du brauchst mal wen, der deinen Sound anständig einstellt. Was ist denn, zum Beispiel jetzt hier das Game zu leise im Game-Modus? Da müsst ihr das einfach sagen, dann kann ich das hier nachjustieren. Aber gut, dass du das sagst. Warte mal, dann kann ich ja mal... Obwohl das merkwürdig ist, weil beides genau gleich eingestellt ist. La. Es ist okay, aber auf der Nur-Cam ist es um einiges lauter. Okay, das ist aber weird. Gut, aber wir sind ja meist jetzt sowieso hier im Gameplay-Dingens. Do it! Was machen wir mal als erstes? Ich würde sagen, am wichtigsten sind die GF, dann die Zauber und dann die Draws. Draw. Kunson zieht. Hat Chevy wieder was umgestellt? Ja, wahrscheinlich. Also wenn irgendwas nicht läuft, ist es prinzipiell immer Chevys Schuld. Nein, der Chevy hat hier mit meinen Einstellungen gar nichts zu tun. Wir haben damals unser Setup einmal zusammen eingerichtet und dann habe ich ihm quasi das Overlay und so geschickt. Also, das, wenn ich jetzt was bei mir umstelle, hat das keine Auswirkung auf Chevys Stream. Hallöchen, liebe Kyria, was geht ab? JC Giga, abonniert mit einem Stufe 1 Abo. Du bist schon seit 8 Monaten dabei. Hallo, lieber zu spät als nie. Du bist überhaupt nicht zu spät, liebe JC. Wir sind gerade mal am Anfang. Wir haben viel gelabert und 5 Minuten gezockt. Das wird ein 10-Jahres-Stream hier. Können wir jetzt los? Ja, komm, wir gehen. Let's go! Oh, Leute, diese Melodie, ne? Ich liebe es. Ich glaube, wenn wir auf der Straße laufen, kann uns nichts passieren. Aber da müssen wir auch noch gar nicht hin. Gehen wir erstmal zurück. Fun Fact, es kommen noch keine Kämpfe, wenn du auf... Achso, ja. Guck mal, hat der My Constructor gerade gesagt. Aber zur Feuergrotte gibt es ja leider keinen Weg. Wow, diese Matschtexturen sind wirklich der Shit. Ey, wir haben es echt zur Feuergrotte geschafft, ohne einmal kämpfen zu müssen. Kenn ich, wenn was beim Zocken nicht so funktioniert, wie es soll, wird es immer auf die anderen Freunde geschoben. Auf den anderen Freund geschoben, der nichts dafür kann. So gehört sich das, Fabi. So geht man mit Problemen um. So, jetzt zum Koppeln von Zaubern. Hör gut zu. Nope. Ja, wir gehen. Deine Gunblade. Ich weiß, wie man sie bedient. In Final Fantasy, die Bomber sind absolute Hassgegner. Welche sind die Bomber? Sind das diese Feuerkugeln? Oder welche meinst du? Hallo? Die Mission. Erlangung eines niedrigen GF-Hilfestellung durch eine Seed-Qualifizierte. Bist du bereit? Ja, sicher. Ich bin bereit. Ich leiste Hilfestellung. Ausbilder Nummer 14, Quistis Trap. Wähle dein Zeitlimit, überlege gut, was deiner Leistung entspricht. Nicht faulenzen und nicht hetzen. Ich würde sagen, 20 Minuten reichen, oder? 10 hätten vielleicht auch gereicht, aber ich glaube, so gut bin ich nicht.
So, ich verabschiede mich jetzt schon wieder, muss mich noch für die Berufsschule fertig machen. Alles klar, lieber Fabi. Dankeschön, dass du am Start warst. Die Zeit läuft schon. Einen wunderschönen Tag noch. Ohne die Ability-Schleife hast du gegen Moorboy null Chancen. Do it! Wow. Just do it! Ich weiß nicht, ob das eine was mit dem anderen zu tun hatte, aber ich hatte das Gefühl, ich konnte mich nicht weiter bewegen. Und auf einmal kommt hier der Dings rein. Was machst du denn schon wieder hier, Shia LaBeouf? Es gibt Schüler, die nicht die gewohnte Leistung erbringen, wenn sie mit mir zusammen sind. Scheint wohl an meinem Sexappeal zu liegen. Aha. Genau, das frage ich mich auch. Warum nennen sie sich Ausbilder? War doch nur ein Spaß. Ich wollte, dass du dich entspannst. Entspann dich! Pat, hast du mich auf Facebook eigentlich schon geaddet wegen Februar? Warte, also, wir gucken das jetzt hier live nach, weil die Jenny hat mir den Link geschickt und ich habe dich, ich habe hier einen Schreibfehler und ich habe dich gesucht, hatte da aber keinen Button mit Freund hinzufügen. Sekunde. La 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 la. Jetzt natürlich die Frage, ja gut, so finde ich dich jetzt schlecht. Warte mal. Da war noch eine Zahl dahinter, ne? Kannst du mir per Flüsternachricht nochmal deinen Link schicken, bitte? Tom Berry ist recht easy. Wer ist denn Tom Berry? Voll der Pro-Talk hier. Timer läuft trotz Dialogen weiter. Ja, leider. Ich habe ganz zu Anfang Archedinos abgefarmt, bevor ich überhaupt Ifrit hatte. Okay. Ja, ich habe jetzt noch keinen einzigen Kampf gehabt, ne, bevor das jetzt hier... Ah, okay, da ist er. Unlimited Power! Sehr geil. Hier gibt es, glaube ich, links oder rechts noch einen Draw-Punkt. Den machen wir gleich. Auf dem Rückweg. Wir haben ja gerade schon mal gedrawt. Dim, 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 dim. Bomber besitzen Hitzeelemente. Gegen Hitzemonster helfen Kälteattacken. Taste die Monster mit Analyse ab. Nein. Hallo. Was für Analyse? Ich will angreifen. Los, Vivi, du bist dran! Skrr! Aber es ist eigentlich eine geile Idee. Wenn wir hier gleich aus der Feuergrotte raus sind, dann werden wir erstmal ein bisschen farmen gehen. Kartenwandler und Buhl, gleich viel Kohle. Mein Constructor, du sprichst für mich eine komplett andere Sprache. Ich verstehe gar nichts. Wow, das Game ist relativ laut, oder? Oder ist das für euch okay? Wir haben einen Vampirzahn erhalten. Jetzt geht's ab. Boah, Ifrit ist das geilste Monster. Der hat so ein geiles Design, ne? Wow, 61 Angriff.
Bin mal wieder weg, muss noch Möbel kaufen fahren. Bis später vielleicht. Alles klar, lieber Foxfire. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, dass du am Start warst. Den man nur in der Originalfassung hat. Portierung haben diese kaputt gemacht. So, Freunde, jetzt geht's ab hier. So, jetzt wird's ernst. Bist du bereit? Ich bin bereit, ich bin vorhaben, ich bin bereit, ja, ganz in Ohrhaben. Ich glaube, dieser Countdown, der da läuft, zählt ja auch nicht für den Rückweg, ne? Dip, 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 dip. Gut, dass der so viel Pelz am Pimmel hat. Sonst wäre das Spiel nicht jugendfrei. Oh Gott! Vivi ist die stärkste Attacke gegen Ifrit. Weiß einer, wie viel HP der hat? Gib Bonuspunkte, wenn du Shiva nicht einsetzt für später Seed Level. Okay. Ist das jetzt vom Ton? Ist das okay? Weil für mich ist es gerade ultra laut. Ihr habt Vivi? Nein, nicht Vivi. Komm, wir setzen direkt nochmal Vivi ein. Etwas leise, aber okay. Okay, gut. Dann mache ich nochmal ein bisschen lauter. Guck mal, ob es jetzt okay ist. Ihr aufmüpfigen Menschen! Wow, 155. Heiliges Kanonenrohr, Batman. Was, was, was? Angriff? Ifrit. Rhythmus Select. Ja, passiert nichts. Ach so, dann blende ich die Dingens aus, ne? Okay. Dip, dip, dip. Okay, also Moment mal. Oh, Jesus Christus. Können die GFs auch kaputt gehen? Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm, ne? Weil ich da gerade so eine Energieanzeige hatte. Egal, wir machen den trotzdem platt. Und wie können wir die dann wiederbeleben, die GFs? Irgendwie mit Quistes. Oh nein. Verpasse ich immer diesen Punkt für den Angriff. Komm, wir setzen mal Merkel ein. Los, Angela Merkel! Zerstör ihn mit deiner Diplomatie! Ich hätte die GFs aufteilen sollen, oder? Fällt mir mal gerade so ein. Im Pokécenter, ja, das kann natürlich sein. Fingerrautenattacke, was denn Fingerrautenattacke? So oder was? Angela Merkel setzt Donnerschlag ein. Das war nicht sehr effektiv. Ach so, das hier. Also das. Ja. Willkommensgeste, wenn ihr versteht. G-Returner.
Belebt eine kampfunfähige GF. Ah, okay, da stand's da. Wir haben die Ifrit-Karte. Okay. Ifrit ist... Ach ja, hier die Datenschutzverordnung hat mir gesagt, ne? Wie schrieb sich das nochmal? Moment, ich muss aber kurz hochscrollen. Wo ist denn hier die Datenschutzverordnung? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Okay, wir haben groß. Jetzt auf. Nein. Ah, nein, wir hätten auf groß bleiben müssen. GAV. GAV. A17. Okay, perfekt. Nein, es ist einer zu viel. Ach, ich habe GAVA geschrieben. Och, Leute. Scheiße. GVA 17. Das ist doch ein schöner Name, oder? Wie, was heißt das übersetzt? Datenschutzgrundverordnung, Artikel 17? Was ist das Wichtigste bei einem Schweißausbruch? Das W. Der Schweizausbruch. Geil. Genau, GVA 17. DGVA 17. DGVA 17. Alles klar, das ist doch ein sehr schöner Name. Wir haben zwar keine Zeit, aber hör mir gut zu. Du hast doch jetzt die GF. Wenn du diese GF koppelst, kannst du Element K einsetzen. Ich erkläre dir mal kurz, was das überhaupt ist. Mhm. Pack's mir in den Moodle-Ordner, ich lese es mir später durch. Da du hier meistens Monster mit Hitzeelemente antriffst, solltest du am besten Eis mit Elementangriff koppeln. Okay. Kann es sein, dass Pat meine Nachrichten nicht sieht? Warum? Lolz, was? Was willst du mir davor? Hatte den Scheiß gestern auch schon bei einem Streamer, dass alle lesen... Das alle lesen konnten, aber eher nicht. Ich hasse Twitch. Also, das hatten wir auf jeden Fall schon mal. Na, sexy. Es tut mir leid, lieber Lolz. Ich hab's im Eifer des Gefechts übersehen. Das war keine böse Absicht. Okay, nee, geht doch, lol. Was geht, lieber Lolz? Herzlich willkommen zu Finalus Fantasicus. Genau. Hello there. Achso, wir wollten ja mal Draw ziehen. Alter, dieses Game ist so fucking übertrieben laut, ne? So, ich mag Merkel am wenigsten. Deswegen gebe ich Merkel wieder ab. Wie mache ich das denn nochmal? Aber ich ziehe mir die Datenschutzgrundverordnung Artikel 17 rein. Und Quistis bekommt dann Merkel. Okay. Zauber. Ist auch mal ganz nice. Was ist euer Handwerk? Merkel wird abgeschoben. alles cool. Gestern eure Folge aufgeholt, Alter. War Baba. Meinst du die mit dem Chris? Nee, alles gut ist ja nicht schlimm. Wollte nur wissen, ob es wieder der Scheiß ist. Ey, das habe ich aber letztens auch mal gehabt. Also ist tatsächlich, glaube ich, ein bekanntes Problem bei Twitch, dass irgendwie einige Nachrichten... Nee, warte mal, bei wem war das nochmal? Bei dem Gandalf war das die Tage. Der hatte dann was geschrieben, was nur er gesehen hat, aber die anderen nicht.
Yo, und die Halloween-Folge. Ja, nice. Wang, 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 wang. Es wäre irgendwie noch ein bisschen reizvoller gewesen, wenn man innerhalb der Zeit auch noch rauskommen müsste. Der, habe ich immer gedacht, wow, der ist bestimmt voll stark. Der ist voll der Lappen. Ein normaler Angriff und der ist tot. Skrr! Gandalf sagt, ich hasse Twitch mittlerweile. Wie kommt's? Und hast du schon eine passende Alternative gefunden? Also das wundert mich ja tatsächlich. Ich meine, ich habe mich da jetzt auch noch nicht so mega krass informiert. Aber ich habe das Gefühl, es gibt nicht so eine richtig krasse Alternative zu Twitch, oder? Also YouTube versucht das ja auch, aber irgendwie so, da fehlt halt noch ein bisschen was, finde ich. Ja, komm doch her, du! Ich twitche Hass. finde das nächste GF Siren total lame. Wir nennen das nächste GF definitiv Philipp Amthor. Ah, geil, ey. Warum irgendwie habe ich das Gefühl, oh Gott, Alter. Kann man hier irgendwie die Cam umstellen? Nee, ne? Oh, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Was ist das? Wechsel ich damit Select die Kamera oder was? Weil das ja vorhin einmal schon mal geschrieben hat. Schultertaste war das, glaube ich. Und später das GF Kakator kriegt den Namen Alexi Bexi. Ja, 9 Zeichen. Ich finde das schön, dass ihr das immer mit im Hinterkopf behaltet, wenn wir uns hier gemeinsam Namen ausdenken. Kakator. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück und speichern. Bevor wir gleich hier mal abkacken. In den alten Spielen hat man ja leider noch nicht die Freuden des automatischen Speicherns. Da muss man ja immer manuell speichern. Und dann gehen wir mal ein bisschen farmen. Kunzon! Mit R löst du die Gunblade aus. Drücke, wenn du den Gegner triffst. Auch bei Multi-R nicht vergessen. Okay. Wow! Ich kann immer drücken, wie ich will. Ich habe immer das Gefühl, bei Quistes ballert das nicht rein, wenn ich R1 drück. Hätte es doch nicht aus! Ah, der war nicht so gut. Du kannst in der Open World jetzt speichern im Menü. Ehrlich, das wusste ich gar nicht. Oh, ich kaputt, Junge! Ja, ich verstehe auch nicht, warum. Ich habe einfach das Gefühl, dass das Game einfach extrem laut ist. Weil bei keinem anderen Game hatten wir irgendwie dieses Problem gehabt. Wow, ich werde verrückt. Man kann hier wirklich speichern. Wow. Select im Kampf gedrückt halten, blendet nicht nur die UI aus, wenn du das aktive GF, was gerade den Angriff macht, die Ability abfeuern gelernt hat, kannst du dann mit Viereck spammen die Prozentzahl des Angriffs der GF bestimmen. Angefangen bei 75% und für jedes Mal Viereck gibt es 1% mehr, bis 250 geht's. Achte auf das X, wenn du Viereck drückst. Während das X zu sehen ist, wird der Zähler auf 75% runtergesetzt. Wow. Das Zurücksetzen habe ich nie verstanden. Ja, also,
Du fängst quasi an bei 75%, musst dann immer eine Taste spammen. Das ist jetzt natürlich auf dem Switch Pro Controller nicht Viereck. Aber du musst dann eine Taste spammen. Aber du musst dann im richtigen Moment aufhören und quasi eine andere Taste drücken. Ansonsten wird quasi alles gelöscht und du startest wieder bei 75%. Solange das X nicht zu sehen ist. Okay. Oh ne, wir wollen ja den zweiten Speicherslot nehmen. Okay, perfekt, wir haben gespeichert. Was kann ich denn jetzt hier mal machen? Ich will hier mal diese Ability-Dinger machen. Ja, optimal. Stärke, Magie oder HP? Immer Stärke. Immer Stärke. Immer auf die Fresse. Warum kann ich bei ihr kein Optimal machen? Weil sie keine Zauber besitzt, die gekoppelt werden können. Ah, okay. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir doch jetzt mal hier ein bisschen Monsterkalt machen, dass wir ein bisschen Experience sammeln. Ab in den Forest. Jeder Charakter hat sein eigenes Zauberinventar. Ich muss ehrlich sagen, also ich habe das Game damals als Kind mal irgendwie, ich glaube sogar nur fast durchgespielt. Und ich habe da auf alles einen Scheiß gegeben. Ich bin da einfach durchgerannt und habe immer nur draufgehauen. Es hat trotzdem geklappt. Okay, mal gespannt. Zauberanalyse. Was zur Hölle ist das? Was ist das? Achso. Ein Insekt, das geschwind in der Gegend herumfliegt, da es nicht sehr stark ist. Sollten Kämpfe keine Probleme darstellen. Mhm, okay. Jetzt? Ich wollte schon sagen, wie viel Energie hat der denn? Ich finde die Story auch heute toll, auch wenn es manchmal etwas wirr wird. Ja, die Story wird irgendwann sehr, sehr, sehr beknackt. Es gibt ja diese Theorie, dass quasi alles bis zu dem Punkt, wo Squall diesen Splitter in die Brust kriegt, diesen Eissplitter, dass bis dahin alles real ist und alles, was danach kommt, ist quasi nur so Einbildung, weil er eigentlich gerade im Sterben liegt oder irgendwie sowas. Es wird ja wirklich so ultra abstrus. Wir haben einen Zaubersplitter. Hallo, ist hier jemand? Ich würde gerne kämpfen. Hallo. Ah. Oh, wow. What the fuck? Ein Dino. Lauf weg, wenn der Gegner zu stark ist. Ist der stark? Das ist so geil. Oh wow, ein Dino, der sieht ja cross. Lauf, flieh, flüchte, renn weg. Okay. Okay. Das beantwortet die Frage. Well timed. Perfekt getimed. Ich muss klippen. Sehr gut. Sehr gut, mein Constructor. Clips sind immer herzlich willkommen. Wenn wir genug zusammen haben, machen wir mal wieder ein Compilation-Video. Okay, also ihr sagt keine Dinos-Farm anscheinend. Dann lasse ich das mal lieber. Lauf weg, da ist ein Dino. Ah.
Angriff von hinten. Nein, nicht von hinten! Dankeschön, lieber Barkas. Perfekt. Diese Attacke heißt Steuererhöhung. Kann ich hier auch R1 drücken? Bringt das auch was? Ich smash mal einfach R1. Oh, okay, der war schwächer als gedacht. Perfekt! Ich will nochmal so einen Dino haben. Glaubt ihr, wenn ich wirklich nur GFs auf den drauf knall, kann ich den Dino killen oder ist der zu stark? Hello, hello, lieber Ragnar. Oh nein, da ist er wieder. Lauft! Flieht, ihr Narren! Der sieht so geil aus. Der Dino hat tatsächlich irgendwas bei 2000 HP direkt zu Anfang. Aber 2000 geht doch eigentlich, oder? Der snackt dich einfach weg. Okay, das probieren wir jetzt mal aus. Oh, 69 ist aber nicht so stark, oder? Okay, der macht aber auch noch einen neuen Angriff. Weißkäfer, Stichraupe. Okay, krass. Aber sind das nur die Dinos, die mitleveln? Oder ist das bei den anderen Gegnern auch so? Sehr schön. Also ich finde 69 schon stark. Ja. Also eigentlich schon, aber... Ach, lolz. Eigentlich hätte ich es mir beim Aussprechen schon denken können, dass das von dir kommt. Komm, wir probieren ihn jetzt mal nur mit normalen Angriffen zu killen. Schlechtes Timing. Sehr schlechtes Timing. Da. Läuft doch. Da. Tot. Ohne Scheiß, ich finde, zu Final Fantasy gehören auch diese Kämpfe. Rundenbasierte Kämpfe gehören für mich zu Final Fantasy. Vielleicht ist das mittlerweile ein bisschen outdated, weil es auch ein bisschen langsamer ist als die heutigen Kampfprinzipien, aber ich finde das irgendwie schöner, ehrlich gesagt. Darüber hinaus, der Arche-Dinos hat dich gut überrascht, ne? Ja, auf jeden Fall. Wow. Okay, der hat gesessen. Attacke! Jetzt aber platt, oder? Was? Wie viel Energie hat der? The grind is real, ich schwör's dir. Aber grinde ich auch richtig? Guck mal, wir haben ja jetzt hier mit Mind Constructor einen richtigen Final Fantasy Experten hier. Ist das richtig, wie ich das mache, oder müsste ich das eigentlich anders machen?
Übrigens, Gegnerlevel gleich Teamdurchschnittslevel. Aber macht das dann überhaupt Sinn zu trainieren, wenn doch die Level der Gegner sowieso immer mit ansteigen? Oder sehe ich das jetzt falsch? Ah, ich habe eine Idee, wie ich mal hier den Sound ein bisschen fixen kann. Wir machen das nämlich mal so. Manchmal, ich habe wirklich manchmal meine Hellmomente. Es ist unfassbar. Geht das nicht. Ne? So, und ihr sagt mir jetzt, ob das von der Lautstärke okay ist. Jetzt müsste man die anderen Sachen nämlich auch lauter hören. Also, wenn du Level 100 Squall Level 1 quistest, wäre das Gegner Level 51. Du hast Final Fantasy 8 komplett ohne Leveling durchgespielt. Technisch gesehen. Diabolos Beste. Ja, den kriegst du aus der Wunderlampe, ne? Also nein, ich habe schon immer oft gegen die gekämpft, aber ich wusste halt, bitte nochmal lesen, was? Und ja, alleine bevor ich Ifrit hatte gefarmt und mich hochgelevelt. Du liest das irgendwie immer falsch. Das ist mein Markenzeichen. Herzlich willkommen bei Radio Raccoon TV. Also wenn du Level 100 Squall Level 1 quistest, wäre das Gegner Level 51. Man hört alles super, das ist so gut. Das freut mich doch. Warte mal, ich hau mal hier so einen Test-Sound-Alert raus, vielleicht hört man den jetzt auch besser. Der ist besser, glaube ich, oder? So, komm, ich will noch mal so einen Kino haben. Damit ich wegrennen kann. Wie ein kleines Mädchen. Ah. Merkel, du bist am Zug. Ja, das habe ich schon verstanden, mein Constructor. Gewittersturm! Ich glaube, ich muss mir gleich schon mal ganz kurz einen neuen Kaffee machen. Servus, ihr Zombiefutter. Hallöchen, lieber Propaganda-Panda. Was geht ab? Ich hoffe, du hast einen schönen Start in die neue Woche. Hast du schon Feierabend? Oder hast du gerade Pause? Oder guckst du auf der Arbeit einfach Stream? Sei ehrlich, sonst kannst du es doch sagen. Und technisch gesehen wäre es möglich, Final Fantasy 8 ohne jegliches Leveling komplett durchzuspielen, was manche auch gemacht haben. Ich glaube, ich habe das auch so gemacht. Also ich bin zwar immer manchmal rumgerannt und habe da Monster gekillt und so, aber jetzt nicht im übertriebenen Maße. Rast gleich aus. Word hat mir gerade 6 Stunden Arbeit geschrottet. Oh, 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 oh. Da musst du dann aber auch immer schön... Oh nein, wir werden von hinten angegriffen. Du musst ja auch immer zwischendurch schön Steuerung S zum Speichern drücken. Hallöchen, lieber Marco. Was geht ab? Gouda 02, geiler Name. War das nicht bei Final Fantasy X so,
dass der Ifrit da irgendwie auf allen Vieren gekrochen ist? War das da nicht quasi mehr so ein Hund? Runto! Ja, Ifrit hatte mehr was von einem Hund, sah aber dennoch cool aus. Fand ich auch, aber der hat mir immer einen kleinen Ticken besser gefallen. Ein Spinnennetz. Mein Constructor, das habe ich zum Beispiel früher auch nie geschnallt. Du kannst dir auch irgendwie andere Gunblades zusammenbauen, ne? Wo findet man denn die Teile dafür? Wobei ich da schade fand, was sie aus Bahamut gemacht haben. Da fand ich Bahamut zu sehr Türsteher. Wow. Also die Schäden bei den Attacken gehen langsam nach oben. Wow. Wow, was ist das? Schlafen wir jetzt, oder was? Nee. Was war das für eine beschissene Attacke? Und tot. Die schwarzen Bestia waren hart. Wo waren die? Waren die bei Final Fantasy 8 oder 10? Ja, da musst du einen Schrotthändler finden, der dir die Waffen bauen könnte. Aber du brauchst auch die Waffenmagazine, die du einmal durchblättern müsstest, damit der Schrotthändler dir die Waffen dann auch anbietet. Da steht dann auch, was du dafür alles brauchst. Okay, krass. Wie lange man gebraucht hat, die Solaris-Waffen zu bekommen. Also Final Fantasy Games sind halt meiner Meinung nach so aufgebaut. Man hat immer das Gefühl, man muss das Game erst komplett studiert haben. Ja, die sind schon ultra kompliziert, ne? Also, für mein Verständnis. So, wir gehen aber gleich auf meinen anderen Wald. Oder zurück zum Garten. Ich habe Final Fantasy 10, ja 10 und 10.2 noch in so einer Steelbook Collectors Edition hier für die PS4. Aber Final Fantasy 10 wollte ja der Chevy streamen. Also so weit habe ich Final Fantasy 10 gar nicht gespielt, mein Constructor. Wie sagt, voll Pokémon. Ja, das Problem ist, Final Fantasy war schon ein paar Jahre vor Pokémon da. Es ist einfach ein JRPG. Hab bis jetzt leider nur Final Fantasy 7 Remake gespielt. Das wollte ich auch mal zocken. Das habe ich auch noch auf der Playsee. Ah, fuck, ich habe zu früh gedrückt. Scheiße. Und tot. Ich besitze zwar so viele Final Fantasy Teile, aber keines davon ist auf Platz 1 meiner Favoriten. Liegt einfach daran, weil ein beinahe unbekannter Titel viel höheren Stellenwert bei mir hat. Welcher Teil ist das? Für welche Konsole war das Game ursprünglich? Für die PlayStation 1, aber das ist ja Final Fantasy 8 und es gab ja davor schon 7 Final Fantasy Spiele. Vor der Prüfung solltest du noch etwas wissen. Was war das noch? Ach ja, die Aufzucht von GF. Daran solltest du immer denken. Wie züchtet man GF? Wir gehen jetzt erstmal speichern, beziehungsweise haben wir gerade gespeichert. PlayStation 1, Jade Cocoon. Ja, das Game habe ich auch hier. Sogar im Original. Ich habe es mir vor noch nicht mal einem Jahr habe ich mir das gekauft. Auch ein sehr, sehr schönes Spiel.
La 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 la. Du musst einfach nur auf eBay gucken, mein Constructor. Studio Ghibli hat an dem Spiel mitgearbeitet. Ja, die haben die ganzen Cutscenes und Designs gemacht, ne? Das Game sieht auch so übel geil aus. Legend of Dragoon. Ja, ist mittlerweile ja, glaube ich, richtig teuer. Ich habe das letztes Mal gesehen auf dem Flohmarkt. Das war, glaube ich, bei, ich glaube, knapp 200 Euro oder so. Aber auch schon geöffnet, ne? Also nicht Sealed-Version. Und ich habe halt einen Kumpel, der das Game original hat. Und ich habe einen anderen Kumpel, der ein riesen Fan von dem Game ist. Und ja gut, 200 Euro jetzt für das Game wäre ein bisschen teuer gewesen. Und der hat auch keine Originalkonsole mehr, wo der das hätte drauf spielen können. Deswegen haben wir ihm dann zum Geburtstag eine PlayStation Classic geschenkt. Und haben dann quasi das Spiel, also Legend of Dragoon, da draufgezogen. Und dann konnte er nochmal in nostalgischen Kindheitserinnerungen wandern und das Spiel nochmal spielen. Aber ich glaube, der hat das dann auch nicht nochmal durchgespielt. Ach, die PlayStation Classic ist eigentlich ganz cool. Vor allem, wenn man die ein bisschen moddet, dass man da seine eigenen Games draufziehen kann, ist das schon okay. 6 Teile, also Final Fantasy 1 bis 6, gab es erst für Nintendo bzw. Super Nintendo. Ab 7 für PlayStation 1, wobei 1 bis 6 auch hinterher für PlayStation 1 gab. Auf eBay gab es nur die Version 1.1 oder die. Oder in grauenvollen Zustand ohne Hülle und so. Ja, also die Version, die ich hier habe, da ist zwar das Booklet und die CD. Der Zustand ist gut, aber da war auch nicht mehr das Original-Case dabei, ne? Ich achte da eigentlich immer drauf, weil ich auch Spiele sammle. Aber, ja, bei dem Game hat es mich jetzt nicht so gestört, weil ich das halt zum Stream gekauft habe. So, was wollen wir jetzt machen? Also, wir müssen uns ja erstmal umziehen, bevor wir dann an der Prüfung teilnehmen wollen. Ich würde aber ehrlich gesagt noch ein bisschen farmen gehen hier. Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Seichter Wind, gutes Wetter, wenn ich nur einfach. Ich überlege, Freunde, machen wir eine kurze Kaffee holen und Pipi machen Pause? Habt ihr da Bock drauf? Wir könnten ja dann in der Zwischenzeit ein Video von unserem YouTube-Kanal laufen lassen. Welches nehmen wir denn mal? Das hier, würde ich sagen, oder? Ja, mach, sagt der Ganlöw. Okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir mal eben eine ganz kurze Pipi-Pause. Ein kurzes Gaming-Muten. Ne? 2-3 Minuten nur eben Kaffee holen, einen rauchen, Pipi machen und dann geht's hier weiter. Genug der Werbeunterbrechung hier. Kann ich denn das? Ah, so, weiter geht's mit Final Fantasy. Wir sind ja mal heute nicht für Horror hier. Machen wir die Lautstärke hier auf. Wir hatten die gerade auf 30. 30 ist, glaube ich, ganz gut. So, was wollten wir jetzt nochmal machen? Achso, wir wollten nochmal rausgehen, ein paar Monster killen. Vielleicht nochmal in dem anderen Wäldchen. Laufen da andere rum? Bei Final Fantasy 7 Original ist der geilste Antagonist und wird es immer bleiben, Sephiroth. Der hat sich so etabliert, dass er in so vielen anderen Games ebenso auftaucht und immer die krasseste Sau ist. Der hat auch einfach ein richtig cooles Design, ne? Sephiroth! Ach, schön. Ich freue mich wirklich, dass ihr alle da seid, liebe Leute. Dass ihr mit mir hier einen gemütlichen Nachmittag verbringt. Zu der Insel kann man doch später auch nochmal, oder? Schön den Weg entlang gehen, schön den Weg entlang gehen, Squall. Ach nee, der ist ja nicht Squall, der ist ja jetzt Kunson.
Oh, Kingdom Hearts ist auch eine geile Reihe. Die müssen wir eigentlich auch mal hier zocken auf dem Channel. Oh nein, nicht schon wieder so ein Dino. Hau ab! Obwohl, ich hätte schon Bock, das mal auszuprobieren, gegen den zu kämpfen. Der geilste in Final Fantasy ist und bleibt LOLs. Er ist so heftig, dass er in Final Fantasy seltener zu sehen ist als Mew in Pokémon. Ja, Mann. Es sind aber auch immer irgendwie die gleichen drei Gegnertypen, oder? Ah, Buki. Sephiroth! Ich hab gehört, wie du es gesungen hast, lieber Ganyov. Es muss aber auch ganz schön doof sein, wenn du als so eine Riesenraupe da so einen Typen angreifst, der im Wald rumrennt und dann verschwindet der und dann kommt er hier, der Ifrit. Beziehungsweise die Datenschutzgrundverordnung Artikel 17. Sephiroth! Könnte mich eigentlich gleich mal heilen, ne? Habe ich gerade an den Drawpunkt gezogen? Oh, ich werde angerufen. Moment, Sekunde. Pause. Muss mal eben kurz dran gehen. Ich weiß. Okay, hat sich erledigt, hat aufgelegt. Wie viel hat der? Der wird doch so ungefähr 400 haben, oder? Ah, scheiße. So, ihr Pullers, ich muss weg, Sia. Alles klar, lieber Leute. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, dass du am Stizzelino warst. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Es war sehr schön mit dir. 69er, du. Lollipop. Lolspop. Hieß das Hyper Vibra? Aha, verstehe. Oh oh, oh oh. Sagen, wie viel Energie hat der denn, ey? Oh, guck mal, für die Abgangsperformance hat er sich dann nochmal aufgerichtet. Da konnte er sich dann nochmal das Schwert über die Schulter schwingen. Guck mal eben kurz. Kleiner als drei, Zauber. Kleiner als drei, 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 denn lass ich dir mal noch da, Mua, ha, kleiner als drei, 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 Liebe, Punkt, als Volukam. Du bist der Beste, Lolz. Schönen Tag noch. Ich dachte, ich wäre ein Papagei. Ratatata, ratatata. Ich glaube, ich drücke immer ein bisschen zu früh R1. Ah, ja. Es kommt wohl nächstes Jahr Lollipop Chainsaw Remake. Was ist denn Lollipop Chainsaw? Ist das dieser Anime? Und der Propaganda-Panda ist AFK. Alles klar, lieber Panda. Lollipop Chainsaw ist der Shit. Shit. Das ist der Shit. Mädchen in Uniform, Kopf als Freund, Kettensäge. Oh nein. Lauf! Lauf! Doch, den Typ mit dem Kettensägenkopf kenne ich. Da sind ein paar auf der Comic-Con rumgerannt mit einem Cosplay davon.
Antelraptor schreibt an Ganylf, ich finde es wichtig, dass du es erfährst über diesen tollen Kanal. Unter den Rockgucker-Achievement. Wie viel zieht das ab? 43, okay, das ist schon... Jetzt aber, mein Gott! Ja, ja, Japaner und ihr Fanservice. Hatten wir ja beim letzten Trailer zum neuen Silent Hill Game auch, ne? Eine Einstellung mit unserem Rock gucken. Ich finde es gut. Glaube, musste ein paar Mal machen, denn sie zieht den Rock ja immer nach unten. Okay, ich muss diesen Anime gucken. So, komm, wir setzen mal eine GF ein. Und zwar die Vivi. Vivi haben wir jetzt schon länger nicht mehr trainiert. Wisst ihr, was ich voll scheiße finde? Ist ein Gamepad. Ach so, ich habe gedacht, ihr redet... Hä? Das mit dem Kettensägenkopfmann ist doch ein Anime, oder nicht? Stay even more hydrated. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen, lieber Wagner. Los geht's. Wenn du einen Anime gucken willst, musst du Agentin Aika gucken. Okay. Prost. Boah. Was ist denn Agentin Aika und wo kann ich das gucken? Ich bin kein Fan von hier Crunchyroll, wo man alles nur auf Japanisch mit deutschem Untertitel gucken kann. Wie viele Schlüppis wollen Sie? Ja. Okay, ich muss mich gleich auf jeden Fall nochmal heilen. Die GFs könnten ein bisschen schneller kommen, finde ich, oder? Habe ich alles nur gehört. Ja, ja, ist klar, Raptor. Gerade du. Du schwere Nöter, du. Ich will hier diese... Was ist das? Ability haben, wo ich mal X drücken muss. Wie mache ich das? Ein Kumpel hat man davon erzählt. Hm. Habe ich erfahren durch Hörensagen. Hm. Spinnennetz erhalten. Okay. Der einen kennt dessen Schwester. Ich würde sowas nie gucken. Nein, Ganylf, du besonders nicht. Schlüppis sehen ist da völlig normal. Boah, 78. Alter Vater. Ach Leute, ihr hättet dabei sein müssen auf der Dokumi. Da gab es einen Hentai-Bereich ab 18. Alter Schwede, ey. Oh, Kunson braucht mal langsam ein bisschen Energie. Wäre gerne in dem Bereich gewesen. Das Problem ist, man durfte da keine Fotos machen, lieber Rappi. Sonst hätte ich dir selbst natürlich was geschickt, aber es ging leider nicht. Nein! Ich habe, glaube ich, meine... Wie heißt die? Ulti? Oh, Jesus Christus von Nazareth. Gott sei Dank ist er tot, ey. Fotos? Kreditkarte zücken? Nee, 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 Rappi. Aber ey, geiles Emote.
muss ich mal eben heilen. Nutzen, Vita. Wow, wir sind jetzt schon Stufe 10. Gehen wir noch ein bisschen trainieren, ja, oder? Würde ich sagen. Noch ein bisschen pumpen hier. Wir machen es wie der Rappi. Wir pumpen. Burger King Gutscheine eintauschen. Die Japaner haben echt kranke Fantasien. Ja, das stimmt schon. Wie ging das denn jetzt hier nochmal mit dem, dass ich hier immer eine Taste drücken muss, damit die Attacke stärker wird? Hallöchen, Fienchen, was geht ab? Ich kriege in so einem Bereich keine 10 Pferde rein. R1, glaube ich. Nee, also der Mind Constructor hat vorhin geschrieben, du musst halt eine Taste immer spammen, damit die Attacke stärker wird. Das ist aber so eine Ability, die du vorher lernen musst oder irgendwie sowas. Keine Items gefunden. Ist ja wohl ein Witz. Alles fiddy bei euch. Bei uns ist alles fiddy, Fienchen. Wir hoffen bei dir auch. Was gibt's Neues? Erzähl uns aus deinem Leben. Oh! Bei mir nicht, ich zünd gleich meinen PC an. Ragnar sagt, heute wird God of War beendet. Das Neue? Aber das soll unfassbar lang sein, habe ich gehört, ne? That's what she said. Knapp 35 Stunden, alter Schwede. Das ist meine Hausnummer. Zockst du das, Ragnar? So, komm, wir machen jetzt noch hier so ein, zwei Kämpfe. Hallo, Monster. Die Gesichter und der Schnee. Alter, der Schnee. Ja, das Game sieht schon hardcore geil aus, ne? Vor allen Dingen auf den Next-Gen-Konsolen, also auf der PlayStation 5, ist das schon wirklich ein visueller Genuss, muss man sagen. So, ich habe mein erstes Paket geöffnet zur Collector's Edition Assassin's Creed Origins. Geil, hast du dazu ein Video gemacht? Selbst auf der 4 sieht es noch besser aus als der von 2018. Das ist echt krass, ne? Auch wenn man sich mal so Games anguckt wie The Last of Us 2, wie unglaublich gut das auch noch auf einer PS4 aussieht. Zwei Fotos im Discord, geil. Da schallern wir doch gleich mal rein. Wir machen das Monster eben platt, dann gucken wir da rein. Rest erstmal Gummibärchen, dann ist Assassin's Creed. Oh, habt ihr eine extra Portion eingelöst? Ich habe das gar nicht gesehen. Sekunde. Ich gucke. Ich sehe gar nichts. PS5 mit den Ladezeiten einfach schnell. Hätte gerne eine 5 bekommen. Ja, also wir haben auch gesagt, wir werden jetzt gucken, dass wir auf jeden Fall eine kriegen. Weil wenn du privat versuchst, da dran zu kommen, kommst du da mittlerweile gut dran. Nur halt, das Ding kommt nicht in die Läden, ne? Jetzt aber raus hier. Ah!
Ja, find ich gut, Ragnar. Also gerade bei so neuen Games ist das dann auch manchmal echt sinnvoller, wenn man die privat mal genießt und halt nicht im Stream. Vor allen Dingen, ich finde, ist es so sinnvoll, neue Games immer zu streamen, weil alle anderen großen Streamer streamen das auch gerade. Und dann werden doch eher die geguckt, die jetzt, ich sag mal, kleinere Streamer. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Sehr schön. Oh, wir sind ja jetzt hier richtig am Grinden. Was ist der Unterschied zwischen Grinden und Farm? Also beim Farm kriegt man irgendwas, glaube ich, oder? Oh, schön. Wir haben zweimal Vita gezogen. Das heißt, setzen den auch direkt einmal bei uns ein. Direkt am Anfang wurde ich emotional mitgenommen. Das muss ein Game erstmal schaffen, sagt der Ragnar. Bei God of War. Da fand ich auch schon den Anfang vom ersten Teil übelst geil. JC Giga sagt, bei mir steht bei Resi immer reine Spielzeit zwischen 9 und 15 Stunden. Bin eine gemütliche Spielerin, aber mit allen Pausen und Unterbrechungen brauche ich selbst da als 1 bis 2 Wochen. Genauso mit dem Schreiben im Chat, weil meine Kids mich die ganze Zeit nerven. Aber ganz ehrlich, ich finde das auch nicht schlecht. Ich finde es sogar eher gut, wenn man dann ja länger Freude an dem Spiel hat. Also ich weiß noch, das erste Mal, wo ich wirklich The Witcher 3 durchgespielt habe, da habe ich über ein Jahr dran gezockt, weil ich mir richtig schön Zeit gelassen habe. Ich hatte teilweise Sessions, da bin ich einfach nur mit dem Pferd rumgerannt, weil das so Bock gemacht hat. Also man muss Games nicht durchrushen, finde ich. Das ist meine persönliche Meinung. So, Friends, ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier die Mission. Unsere Prüfung. Dazu müssen wir uns einmal umziehen gehen. Ich hatte Resident Evil 2 Remake in 4,5 Stunden beim ersten Versuch durch, obwohl ich mir alles angeschaut habe. Hatte aber ultra Glück in Kanalisation und Labor, dass ich da sehr optimale Wege genommen habe. 4,5 Stunden ist schon krass. Also, ich habe es letztens mit der Jenny gespielt. Da waren wir, glaube ich, bei 8 Stunden oder so. Aber warte mal. Kann ich jetzt hier... Nee, Karten sind diese Spielkarten, ne? Steht hier auf dem Boden, was das ist? Bücherei und... Oh Gott, ich kann es nicht lesen, ey. Will nicht in die Bücherei. Ich spiele auch nicht ein Videospiel, um in die Bücherei zu kommen. Also bitte. Hallo, wer bist du denn? Oh, das ist ein Kind. Oh Gott. Die sah ein bisschen größer aus, als sie weiter weg war. Was haben wir hier? Das ist die... Ist ein bisschen doof, dass man die Schilder hier nicht lesen kann. Schüler B. Schüler A. Ah, ich sterbe. Ja, sorry, ich hab's nicht gesehen. Die sah da hinten so groß aus. Aber auch geil, dass sie das hier übersetzt haben, ne? Die 4 Apokalypse-Pferde nur am Suchen gewesen. Beim Add-on von Red Dead Redemption. Es gab da die 4 Apokalypse-Pferde bei Red Dead Redemption? Ja, das macht einfach so Bock, ne? Also,
Red Dead Redemption 2, The Witcher 3, das sind so Games, da macht er doch einfach Bock, wenn man sich aufs Pferd schwingt und einfach mal so eine Runde da durch die Gegend reitet. Ach, schon wieder so einer. Komm, wir probieren es mal. Wir haben ja gerade gespeichert. Oh, Jesus Christus von Nazareth. Ach jo, stimmt, im ersten Teil gab es ja dieses Add-on, ne? Undead Nightmare. Stimmt. Oh wow. Und der greift auch relativ oft an, hier, der Penner, ne? Also wenn er um die 2000 Energie hat, dann müssten ja 4 bis 5 Angriffe von Ifrit reichen, oder? Toll, Ragnar. Du bist dafür verantwortlich, dass die Bigfoots ausgestorben sind. Toll. Will diesen Dino platt machen. Ist ungefähr wie bei Zelda Breath of the Wild, nur in jede Ecke schauen und am besten noch alle 900 Krug sammeln. Ich hatte auch heute überlegt, ob ich ein bisschen Breath of the Wild Free Roaming machen soll, also einfach ein bisschen rumreihen, ein paar Nebenquests erledigen. Aber irgendwie hatte ich ein bisschen mehr Bock auf Final Fantasy. Wow, wow, wow. Oh wow, okay, alles klar. Ich habe gedacht, der greift uns zwischendurch nochmal an. Final Fantasy ist auch gut. Ja, Mann, ohne Scheiß. Vor allen Dingen Final Fantasy 8, da kommen so viele Kindheitserinnerungen hoch. Auch gleich, wenn wir diese Seed-Mission machen. Alter Schwede, ey. Diese Prüfung auf der Insel, das ist so geil, ne? Wie wär's mit Liegestütze und Joggen für Zombie-Survival-Abzeichen? Oh ja, das wäre mal eine gute Idee, lieber Propaganda-Panda. Genau, anstatt hier den ganzen Tag im Stream abzuhängen, sollte ich vielleicht mal ein paar Liegestütze machen und ein bisschen joggen gehen. Und dazu dann einen In-Real-Life-Livestream machen. Wie viel Energie hat der? Komm, wir machen das. Nein! Ja, Mann. Ich habe das... jetzt greife ich jetzt zweimal hintereinander an. Ich habe das damals immer mit einem guten Freund gespielt, Final Fantasy 8. Beziehungsweise er hatte das. Und da habe ich ihm immer zugeguckt. Und irgendwann habe ich mir das dann selber geholt. Also meine Tante hat mir das geholt. Ich war der glücklichste Mensch der Welt, ey. Weil ich habe das ja immer nur so episodenweise mitbekommen, was da passiert. Ich fand das immer so sau interessant. Oh, wow. Okay. Okay, wir setzen auf jeden Fall nochmal Shiva ein. Shiva ist um einiges stärker. Genau, neuer Content. Unterwegs mit Pat. Ja, noch eine geile Idee. Online, schön und gut. Aber die Treffen damals, das Nebeneinandersitzen und Zocken, das war geil. Es war auch cooler als heutzutage mit dem Online. Das mit dem Online-Zocken ist natürlich bequemer und so, aber ich weiß nicht. Ich habe immer den Eindruck, zum Beispiel beim Online-Zocken, du kannst jederzeit mit allen Leuten Crossplay alles online zocken. Aber dass damals die Möglichkeiten so ein bisschen eingeschränkter waren, hat alles auch irgendwie interessanter gemacht. Vivi ist doch Schwarzmagier aus Final Fantasy 9.
Die Vivian hat heute den 500. Follower hier voll gemacht. Deswegen haben wir Shiva hier zu Ehren umbenannt in Vivi. Wenn man sich dann gestritten hat, dann hieß es immer, ja gut, dann spielst du jetzt nicht weiter, weil das ist mein Controller oder das ist meine Memory Card. Okay, das mit den 2000 Punkten stimmt aber nicht so ganz, oder? Wie viel hat der denn, ey? Dieses Gefühl, ein neues Game aufzumachen und die CD einzulegen und dann das Game zu zweit voll am Ausrasten, egal welches Game, ja Mann. Ja, das vermisse ich vor allen Dingen mit meiner Schwester, saulustig. Ja, andererseits, also heutzutage kannst du ja zum Beispiel mit der PS4 dieses, oder ich glaube mit der PS5 wahrscheinlich auch, dieses Shareplay machen. Das ist natürlich auch ultra geil, wenn man halt irgendwie, weil man zu weit auseinander wohnt, nicht die Möglichkeit hat, sich da nebeneinander zu setzen und zu zocken. Dann kann man zumindest in einer Party hängen und immer den Controller abwechseln. Das ist natürlich auch sehr geil. Ich habe früher immer mit meiner Schwester auf dem Sega Master System 2 haben wir mal Alex Kidd gespielt, falls das noch einer kennt. Das war auch ein übertrieben geiles Game. Habe ich sogar die remasterte, nee, die remasterte oder die Originalversion? Die Originalversion habe ich hier noch auf der Switch. Komm, wir heilen uns mal. Ja, alles klar. Eine Attacke, Feierabend. Oh, wow, 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 wow. Ich hoffe, der ist bald mal platt hier. Wir hatten ja auch kein Internet und dann Stunden in einem Dungeon oder Rätsel da gesessen. Ich weiß noch, also ich habe früher viel mit meiner Schwester gezockt, mit meiner großen Schwester. Und ein Spiel davon war Baphomets Fluch. Das war so ein Rätselspiel mit so einer richtig coolen Story. Und ja, wie du schon gesagt hast, da war das halt noch nicht mit dem Internet, dass man sich dann da die Lösung reinziehen konnte. Boah, da waren auch Rätsel bei. Da haben wir wirklich Tage und Wochen dran gehangen und wir sind einfach nicht drauf gekommen. Baphomets Fluch war einfach so geil, ey. Hab in Soul Reaver 2 4 Stunden damit verbracht, die Dunkelheit zu bekommen für Soul Reaver. Ich habe Soul Reaver nie gezockt, aber das wäre auch mal ein Game, was ich mir holen könnte und dann mal so retromäßig hier daddeln könnte. Wenn ich diesen Draw mache, ziehe ich dann quasi die Energie von dem Gegner ab? Sollte Shiva jetzt nicht mehr einsetzen, glaube ich, ne? Weil mit einer Attacke wäre die dann tot. Was man auch mal hier streamen könnte. So ein altes JRPG wäre Grandia, da hätte ich auch mal Bock drauf. Ich finde das voll cool, dass du mit deinem Sohn zockst, JC. Die Staffel wird von Generation zu Generation weitergegeben. Ach komm, wir tun es einfach. Nein! Verdammt! Die haben auch kein Item hier eingesetzt, ne? Scheiße. Aber jetzt aber. Das ist jetzt unser letzter guter Versuch hier. Wenn wir das jetzt nicht packen, ist scheiße. Stimmt, Blood Omen 1, das war doch noch so ein bisschen Diablo-mäßig, oder?
Was ich bei Soul Reaver damals so geil fand, ich habe das nämlich mal bei einem Kumpel gesehen, der hat das gezockt. Oh Gott, Alter, wie stark ist denn dieser scheiß Dino, ey? Aber was ich wirklich unheimlich stark fand, war, dass du zwischen diesen Welten wechseln konntest. Das war echt geil gemacht. Ja, ich kenne noch so ein paar Bilder davon, von Blood Omen. Aber hier ist Soul Reaver, der, wie hieß der nochmal? Ne, Kain war der Große, ne? Der Böse. Beziehungsweise, der war ja gar nicht richtig böse, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie hieß denn der? Raziel? Raziel? Doch, ich glaube Raziel. Ich fand das so geil, wenn der mal das Tuch runtergenommen hat, hast du gesehen, dass der keinen Unterkiefer hatte. Das sah so geil aus. Ist auch was, worauf ich stolz bin. Hab was gemeinsam mit meinen Kids und immer Gesprächsstoff und nicht wie meine Mutter immer nur am Motzen über Games und so. Ja, das ist halt eine komplett andere Generation, ne? Bitte nicht zubeißen. Bitte nicht zubeißen. Schaffen wir den oder hat der zu viel Energie, Leute? Ich muss gleich nochmal die Kopplung meiner GFs durchgehen, weil ich habe immer das Gefühl, Shiva bzw. Vivi zieht von den Erfahrungspunkten irgendwie nicht so richtig mit. Zaubern Blitz. Okay, wir müssen uns verpissen. Scheiße, Mann. Oh, ist das ärgerlich, ey. Items. Mann, ich habe Items nicht in meine Liste reingeknallt, sonst hätten wir 6 Potions noch gehabt. Ist das ärgerlich. So, was ist denn hier mit den Kopplungen? Koppeln, Kunzen, Koppeln, EF, Merkel. Wir haben Merkel noch gekoppelt. So, jetzt natürlich die Frage. Zauber. Ich glaube, ich würde Zauber mal austauschen durch Item. Beziehungsweise Item nach unten. Und dann hier Draw. Was ist besser, Draw oder Zauber? Wir haben jetzt leider schon länger keinen Drawpunkt mehr gehabt. Der wäre dann außerhalb der Halle. Oh Mann, mich ärgert das so, ey. So, Items. G-Returner ist für den hier. Wie kann ich denn jetzt quasi die Energie von meiner GF wieder hochknallen? Lernt Hypervibra. Ah, okay. Zahn eines blutsaugenden Monsters. Megapille. Kuriert unnatürliche Zustände. Behebung. Ja, das macht keinen Sinn. Charakter. Gibt es auch irgendwelche Heiltränke für die GFs? Oder wie kann ich die wieder aufladen? Aber die Erfahrungspunkte haben wir jetzt behalten, oder? Dum, dum, dum.
Meine Kinder haben keinen Grund zu schwänzen, um im Kaufhaus SNES sozusagen. Wir haben früher immer geschwänzt und haben dann N64 gespielt bei Karstadt, weil da gab es dann Pokémon Stadium. Und ohne Scheiß, es sind wirklich richtige Schlägereien ausgebrochen, weil die Kinder halt an dem N64 Pokémon zocken wollten. Und gegenüber im Intertoys hatten die auch ein N64 aufgebaut und da konnte man dann Zelda Ocarina of Time zocken. Das war noch Zeit, ey, richtig wild. Also richtig so mit Haare ziehen und auf den Boden werfen und ins Gesicht schlagen und so. Speichern einmal. Glaubt ihr, wir sind stark genug für die Seed-Prüfung? Man, da gibt es sogar richtig Freundschaftswerte und so. Ey, richtig krass. Weiß einer, wie ich meine GF heilen kann? Wir gehen mal hier zu dem Drawpunkt. Speichern wir nochmal und dann gehen wir noch ein bisschen trainieren. Pat, wenn du weiter levelst, wird die Seed-Prüfung nur schlimmer. Wirklich jetzt? Oder höre ich lieber auf? Mach keinen Scheiß. Guck mal, da denkt man, man ist fleißig und macht was Positives. Gut, dann machen wir jetzt die Seed-Prüfung. Dann gehe ich jetzt nur zu dem Drawpunkt. Punzon. Sehr schön. Ja, ich habe das vorhin auch, wo der Mind Constructor das geschrieben hat. Ich habe das nicht wirklich verstanden, weil warum sollte ich denn dann quasi trainieren gehen, wenn ja eh alles mit stärker wird? Also, wenn es proportional mit stärker wird, dann brauche ich doch nicht trainieren, oder? Irgendwie ist das bescheuert. Da gab für den Ganlyph waren noch ein paar Schulmädchen dabei. So, dann schmeißen wir uns jetzt mal hier in Schale. Lazarett. Okay, machen wir später auch nochmal hin. Schulhof. Jetzt haben wir hier. Mensa. Und hier geht's, glaube ich. Wow. Hallo? 1, 2, 1, 2. Ich trainiere für meine Kondition. So, ich muss leider tschö sagen, muss die Kleine fertig mal zum Einkaufen. Alles klar, liebe JC, dankeschön, dass du so lange am Start warst und ich wünsche dir noch einen ganz doll bezaubernden Start in die Woche und wir hören und sehen und lesen uns. Okay, wir hätten gerade gar nicht zurückgehen müssen. Let's go! Haben wir hier noch irgendwas Tolles, was wir klauen können? Ist genau derselbe vorgerenderte Hintergrund, nur dass zum Beispiel die Bücher im Regal anders gemacht wurden. So, komm, geh raus hier. Ich lasse dir und den Kunis ganz viel Liebe da. Bis dann. Alles klar, JC. Bestell mal bitte deinen Kiddies und deinem Mann schöne Grüße. Kunson! Kunson! Ja, hallo? Hier ist die Zusammenstellung für den Testeinsatz. Du bist zusammen mit Sal Dinch. Das ist der etwas lebhafte Typ. Freundlich ausgedrückt.
Er nervt nur herum. Können wir die Zusammenstellung ändern? Das geht nicht. Cell Dinch. Das fand ich immer so cool hier, die der vorgestellt wird. Und jetzt? Yo, sind wir zusammen? Auch bei Cell lassen sich Einstellungen im Statusmenü vornehmen. Ja. Das machen wir gleich alles. Genau, so komme ich hier morgen auf die Arbeit. Aber sagen die Leute dann auch über dich, oh, das ist der Typ, der immer voll rumnervt. Heute früh hast du dich mit ihm gestritten und abgelost, oder? Es war kein Streit, wir haben trainiert. Das glaubst nur du. Cypher will dich doch nur ärgern. Du darfst dich nicht provozieren lassen. Hört mal. Der Cypher, er ist euer Truppenführer. Da kommt gleich ein richtig cooler Dialog. Truppenführer, er? Keine Änderungen möglich. Cypher, bist du hier, Cypher? Er steppt in die Cypher. Jetzt machen die ein episches Rap-Battle. Die Leibgarde Fujin und Raijin, der komplette Ordnungsdienst. Du bist der Truppenführer. Viel Glück. Das meine ich jetzt. Quistis Trap. Ich mag es nicht, wenn man mir viel Glück wünscht. Glück brauchen nur Leute, die nichts taugen. Und Quistis sagt darauf, ah, ich verstehe. Viel Glück, Cypher. Setz sie auf die Liste. Die Liste, was da wohl drin steht. Okay, Leute. Ihr seid der B-Trupp. Ich bin der zuständige Ausbilder. Achtet auf Teamwork und zieht die Prüfung erfolgreich durch. Teamwork bedeutet, dass ihr mir nicht in die Quere kommt. Das ist Regel Nummer 1 des B-Trupps. Vergesst das nicht, klar? Direktor Sid. Sind alle beisammen? Achtet mal darauf. Ah, ich finde Cell, richtig cool. Achtet mal gleich darauf, wenn die Kamera aus dieser Szene rausgeht, dann steht der Direktor immer noch da. Du siehst aber voll, dass der nicht als Charaktermodell da steht, sondern dass sie den einfach in den Hintergrund so mit eingeklatscht haben. Schön, Sie zu sehen. Ich bin Direktor Sid. An dieser Prüfung nehmen 12 Personen teil. Aufgegliedert in Trupps A bis D. Der Ort, wohin sie sich nun begeben, ist ein reelles Schlachtfeld. Die Kämpfe sind ebenso real. Eine Welt, wo Leben und Tod, Sieg und Niederlage, Ruhm und Schmach dicht beieinander liegen. Das alles wird sie begleiten. Eine Welt, die sie bisher noch nicht erlebt haben dürften. Nun, empfindet jemand Furcht? Genauso lief meine Abschlussprüfung übrigens auch ab. Es werden 9 reguläre Seeds teilnehmen. Auch wenn sie nicht überleben sollten, werden die Seeds die Mission erfüllen. Diesbezüglich brauchen sie sich also keine Sorgen zu machen. Super. Die Spezialeinheit Seed, der Stolz des Balamgarden. Lernen Sie von ihnen und befolgen Sie deren Befehle. Bestehen Sie die Prüfung. Sie müssen uns davon überzeugen, dass Sie als Seed geeignet sind. Seed amongst, ride again. Backers sagt, so, alles geöffnet. Ich mache nicht alles von der Collectors Edition im Discord, aber die von Odyssey ist die beste Collectors Edition. Wir gucken da sofort rein. Wir gucken da jetzt rein. Wir sind ja gerade sowieso in einem Dialogfeld. Manchmal einmal kurz den Games, obwohl das können wir so lassen. Ich bin hier gespannt. Nicht wechseln. So, wo hat denn der liebe Ragnar das hier reingeknallt? Bei Neues von den Kunis? Oh, wow. Das ist aber mal schick. Oh, cool. Wir haben 2 neue Clips. Vielen lieben Dank dafür. Einmal von Mind Constructor und einmal von Barkas. Ich ziehe das mal eben hier rüber. Dann haben wir einmal dieses Bild hier.
hier. Ich sehe das jetzt leider auf dem Bildschirm nur sehr klein. Also hier ist ein Adler. Das ist hier der Assassine. Hast du das auch nochmal zusammengebaut da reingestellt? Warte mal, ich guck mal. Aber schick. Das sieht sehr edel aus. Ich glaube, Odyssee und hier. So geht das nicht. Odyssee und Origins, die waren auch ziemlich beliebt, oder? Bin mal gespannt, wie jetzt die neueren Teile werden. Die haben ja jetzt, glaube ich, irgendwie ein paar Stück auf einmal angekündigt. Ich habe die Medusa Collectors Edition. Was hast du gezahlt für Assassin's Creed Origins, fragt der Ragnar an den Barkas. Es wird langsam Zeit. Insgesamt habe ich 250 bezahlt für beide. Selbe Händler wie zu Assassin's Creed 3 Collector's Edition. Aber ich finde, für zwei Collector's Editions geht das klar. Guck mal, seht ihr das? Da steht halt kein Charaktermodell. Der ist so in den Hintergrund reingeklatscht. Das sieht so kacke aus. Director's Edition. Die Seeds haben noch keinen Gunblade-Kämpfer. Deshalb möchte ich unbedingt, dass sie in den Reihen der Seeds aufgenommen werden. Mhm. Ich kann nicht in mein Menü. Oh, Leute, ich habe ein bisschen Hunger. Ich hole mir mal eben kurz ein paar Kekse. Sekunde. Kunson, zeig mir deine Gunblade! Halt dein Maul! Komm, nur einmal! Oh, hält jetzt deinen Schnauzen. Bitte, bitte, bitte! Nein, jetzt hält deine Schnauze! Geoberster Ticker! Genau. Genau so, Barkas. Zeig mir deine Gunblade! Nein, ist das die Schnauze! Ich hab's verstanden. Du bist eine pingelige Sau, genau das bist du. Du dumme Sau! Hey, sag doch etwas! Was denkst Bitte du dir überhaupt? Ein Bit. Was denkst du dir überhaupt? Bitte, ein Bit. Wenn's für euch okay ist, Leute, lass ich mal eben kurz den coolen Typen raushängen. Nerv hier nicht rum. Hasenfuß. Was hast du gesagt? Es reicht jetzt. Wenn jemand weiß, wo man das Steelbook von Resi 2 für PS4 herbekommt, bitte Bescheid geben. Wenn ich das mal sehe, lieber Ragnar, dann sage ich dir auf jeden Fall Bescheid. Wisst ihr es? Ich habe mal eine Frage. Wer war das Mädchen auf der Krankenstation? Ja, wer war denn das? Ich hab keine Ahnung. Ist irgendwas passiert? Nee, nix. Grandios. Mein Team besteht aus einem Hasenfuß und einem Gigolo. I'm a Gigolo and everywhere I go. Yes. Also, was war das? Vorwärts mit Viereck, auch komische Steuerung irgendwie. Ich glaube, wir können ja auch jetzt nicht viel rumfahren. Außer das, was wir bisher schon gesehen haben. Okay, mit dem Auto kommen wir nicht im Wald. Oh Gott, Mann, die Kamera, Alter. Du, 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 du.
Okay, also die Autosteuerung ist furchtbar. Furchtbar gut. Da ist das Schiff. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Hast du etwas Schiss? Angst, Potter? Ihr seid die Letzten! Steigt ein! Tempo! Enttäusch mich nicht. Beeilung! Beeilung! Beeil dich, Kunson. Nein! Ich muss looten! Looten und leveln. Das muss drin sein in einem Spiel. Hätten wir da jetzt auch übernachten können? Wäre auch geil. Los, wir müssen los. Nee, ich wollte nochmal hier ein bisschen pennen gehen. Eine alte Timbermaniacs gefunden und gelesen. Zum Sichern des Spielstandes das Menü öffnen und speichern wählen. Okay. Ist aber auch cool, dass das jedes Mal angezeigt wird. Überhaupt nicht nervig. Mal noch hier speichern. Fuck, ich glaube, ich habe gerade aus Versehen den falschen Speicherstand überschrieben. Aber egal. Hier können wir nichts machen. Sollen wir nochmal in die City zurück, ob da irgendwie was liegt? Fand ich früher immer so cool. Wenn du jetzt weiter weggehst, dann verstellt sich die Kameraschärfe. Fand ich immer richtig geil. Die Uniform sieht wirklich cool aus. Genau, lass uns mit solchen Klamotten auf die Bühne. Okay, da ist noch irgendjemand in dem Fenster hier drin. Hallo. 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 Ich kann nicht mit dir reden. Aber man sieht doch, dass da ein Charaktermodell drin sitzt. Blablabla. 11-mal Blitz gezogen. Okay. Irgendwo auf dieser Welt ist immer ein Krieg. Auch wenn es euch nicht gefallen wird, muss ich daran denken, wenn ich euch sehe. Ja. Finde ich, ist ein gutes Statement. Willkommen, willkommen. Revolver. Eine Kettenpeitsche für Quistis. Lohnt sich das schon? Oder sollen wir das lieber noch nicht kaufen? Was fehlt uns denn hier? Uns fehlen Schrauben. Wir haben keine Schraube locker. Und eine Fischflosse. Aber Zaubersplitter haben wir genug. Ja, komm, machen wir doch mal, oder? Was? Die haben wir schon? Scheiße. Okay, never mind. I live among you, but never mind. Never mind. Never mind. I had to leave my life behind. Eine Timbermaniacs? Oh, doch nicht. Okay. Wir machen jetzt die Prüfung. Hm. Konnte man das Spiel im Original auch mit Tank Control spielen? Das wäre eigentlich viel sinnvoller gewesen, oder? Let's go! Ciao. So episch, ne? Das hier ist der Betrop. Servus. Das ist der Gruß. Ha!
vorbei. Das wievielte Mal, Cypher? Ich mag Prüfungen. Erläuterung der Lage und der Missionsbeschreibung. Setzt euch. Der Auftraggeber ist das Dollet-Parlament. Der Auftrag wurde vor 18 Stunden an die Seeds weitergeleitet. Dollet wird seit 72 Stunden von den Galbadianern angegriffen. 49 Stunden später hat Dollet die Innenstadt aufgegeben. Zurzeit befinden sie sich in den Bergen und reorganisieren ihre Truppen. So viel zur aktuellen Lage. Jetzt kommt die genaue Missionsbeschreibung. Die Galbadianer planen jetzt die komplette Beseitigung der Dolletschen Restverbände. Wir werden am Luptan-Strand anlegen. Oh, ich freue mich schon so auf die Szene. Wir beseitigen die Galbadianer und befreien die Innenstadt. Wir, die Seeds, werden uns in der Zeit auf eine feindliche Gegenoffensive vorbereiten. Mhm. Und was müssen wir machen? Das ist eine gute Frage. Die Seeds-Anwärter sollen den Stadtbereich säubern. Eine wichtige Aufgabe. Langweilig. Wir müssen also den Müll beseitigen. Ach ja, das versteht sich zwar von selbst, aber ein Rückzugsbefehl hat höchste Priorität. Vergesst das nicht. Wir werden bald anlegen. Gleich nach der Landung beginnt der Kampf. Bereitet euch gut vor. Das war's. Wendet euch an Quistis, wenn ihr noch Fragen habt. Was ist deine Lieblingsfarbe? Oh, der Rappi macht eine Raucherpause. Das ist doch sehr schön. Ich werde mir gleich, glaube ich, im Stream mal eine rauchen. Was mache ich jetzt? Quistis ansprechen, Cypher, Cell oder nichts machen? Wir gehen mal der Reihe nach durch. Was ist Kunzong? Wovon war die Rede? Gleich werden wir anlegen. Viel Erfolg, Kunzong. Hör mir gut zu. Wir sollen in Dollet die Galbadianer niedermetzeln. Befolge einfach meine Befehle. Das ist alles. Der erste Einsatz. Aufregend. Ja, mach dir nicht in die Hose. Hä? Ich höre wohl schlecht. Scheißkerl. Okay, genug geredet. Wir sind gleich da. Macht euch bereit. Verstanden. Verstanden. Ja, ja. Was heißt denn hier? Ja, ja. So, Kunzong, schau nach, was draußen abgeht. Du hast es begriffen. Ich bin schließlich der Truppenführer. Oh. Das ist meine absolute Lieblingsszene. Guckt es euch an. Cineastische Perfektion. Auch mit der Mucke. Das ist einfach so geil, ne? Das ist jetzt so cool gemacht, ne? Das ist einfach noch Cutscene. Und das ist PlayStation 1, Leute, ne? Das ist nicht hier PlayStation 5. Cutscene. Gameplay. Was ein Übergang! Los! Der B-Trupp ist für den Marktplatz zuständig. Vor dem Kampf solltet ihr checken, ob die GF gekoppelt sind. Oh, das ist gut. Wir gehen.
Ist denn hier... Okay, Cypher ist aber trotzdem in unserem Squad. Ich glaube, ich habe jetzt alle GFs bei mir drauf. Dann würde ich jetzt aber dem... Cell... Nee, Moment, wie mache ich das? Koppeln, Cell. Ach so, ich muss erstmal die von dem... Oh nein! Ah, okay, ich kann die auch so lösen, alles klar. Ich glaube, dem Cell gebe ich keine GF, weil der ist ja nicht so lange da. Erstmal ein Kaffee und eine Kühlung für den Schritt. Bin sehr erregt, sagt der Barkas. Ja, gönn dir. Auf der PS3 ist es pixeliger, weil Original PlayStation 1 Grafik. Ja, das stimmt. So, wir haben wir Cell. Haben wir den jetzt schon abgegeben? Doppeln, GF, Merkel, okay. Ability, GF, Draw und Item. Ich glaube, das war's, ne? Was ist denn hier mit Zauber nochmal? Tausch alles. Ich hoffe, wir haben alles. Masamune schreibt, die Texturen sind aber... gestochen scharf. Schönes Remaster und hallo in die Runde. Hallöchen, Masamune. Herzlich willkommen bei Final Fantasy 8. Das ist hier die Remaster-Version von dem Game. Ich zock das jetzt gerade auf der Nintendo Switch. Deswegen sieht es ein bisschen crispier aus als die Originalversion. So, ab geht's. Ah, guck mal, direkt der erste Fight hier. Jetzt gibt's aufs Maul. Ich finde das so cool, wie der Cypher das Schwert hält. Los, Merkel, mach sie fertig! Diabolus bekomme ich aber gleich erst, wenn ich die Seed-Mission fertig habe, ne? Aber den fand ich früher auch immer richtig schwer. Oh geil, wir haben eine Potion erhalten. Ich habe das Gefühl, unser Team gehört zu den Volksbanken Raiffeisenbanken. Wir machen hier den Weg frei. den bekommst du vom Endboss auf dem Sendeturm. Musst du Draw machen. Ja, ich... War das Siren? Dachte Diabolus. Ne, Diabolus, da bekommst du doch von dem Direktor Sid, glaube ich, die Wunderlampe, ne? Ich glaube, du hast recht, Masamune. Aber das werden wir nachher auf jeden Fall auch probieren. Ja, toll. Jetzt kommt ihr hier raus. Weißt du, wir hätten euch gerade im Kampf echt gebrauchen können. Ach, ich glaube, ich muss gleich noch mal ganz kurz Pipi machen. Gleich sind wir am Marktplatz. Hey, ihr galbadanischen Feiglinge. Was versteckt ihr euch denn? Langweilt mich nicht. Der tickt doch nicht richtig. Boah, die Gra... Also,
die Optik von dem Game ist einfach so mega geil, ne? Die ganzen Designs, so dass es so ein bisschen gemixt ist mit altertümlich, aber trotzdem noch modern, also so ein bisschen Sci-Fi-Elemente, die ja später noch vermehrt auftauchen. Schon alles sehr sexy. Okay, das war's. Ich glaube, hier sind noch Feinde. Dann geht mal die Umgebung checken. Cut. Hallo, Doggy. Au. Ist so süß. Ja, das stimmt, Barkas. Ach, guck mal, da ist mal einer. Also Final Fantasy 9 habe ich mal ausprobiert, aber irgendwie bin ich nicht so richtig warm mit geworden, leider. Abuki, der macht Feuer. Oh, Schweindauer. Dafür gibt's die Rache. Ja, ah, ich habe zu früh gedrückt. Ich rieche den Feind nicht mehr. Oh, die ist so süß. Ich muss sie nochmal streicheln. Komm her, Uni. Okay, er ist verbuggt. Den jetzt wahrscheinlich nochmal. Okay. Wir warten, bis mehr Feinde kommen. Ich muss jetzt aber los. Viel Spaß euch allen noch. Sorry. Dankeschön, lieber Ragnar. Danke, dass du am Start warst. Und dir noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Und zum Abschluss noch ein Stars. Da muss ich aber noch mal eben kurz einen Schluck trinken. Uno Sekundo. Ein Star. Ja, genau, perfekt. Also, das ist jetzt das Stay Hydrated. Ich mach's in umgekehrter Reihenfolge. Und ein Stars. Stars. Warten, ich hasse dieses Wort. Hallo, Chef, was müssen wir machen? Hallo, hallo, hallo. Bis zum nächsten Mal, lieber Ragnar. Tschüssi. Es hat begonnen. Wir werden sie herzlich empfangen. Hey, du Bastard. Piss dich. Hey, ihr galbadischen Ärsche. Was trödelt ihr rum? Kommt zu mir. Macht mir Freude. Der Dulling schreibt, so Resi 5 samt DLCs durchspiele ich es nun doch auf Veteran durch, um noch mehr Timskamps freizuschalten. Oder quäle ich mich nun das erste Mal durch Resi 6 für die Vollständigkeit? Quäle dich lieber durch Resi 6 einmal. Auf was zockst du das denn, Resi 5? Vielleicht kann man mal zusammen den Mercenaries-Modus zocken. Resi 6 ist nie erschienen, keine Diskussion. Achso, ich kann laufen, lol. Wie lange müssen wir denn noch warten? Es reicht jetzt! Ist das eine Geduldsprobe? Au. Ah, auf PC. Okay, auf PC habe ich es leider nicht. Und da gab es ja leider auch noch kein Crossplay. Wie kann der die denn da nicht sehen? Hey, der Feind. Wo laufen die hin? Ich weiß, wo die hinlaufen. Da ist doch etwas am Berggipfel.
Wir gehen dorthin. Das ist gegen unsere Befehle. Sagtest du nicht, die wäre langweilig oder nicht? Kunzen! Kunzen! Ich füge mich dem Truppenführer. Vom wegen Truppenführer. Du willst dich doch ebenfalls austoben. Ich will sehen, was ich im Training mit dir gelernt habe. Dank dir glaube ich, dass ich jeden hinterhältigen Feind besiegen kann. Oh, Shots fired. Ja, du solltest mir dankbar sein. Ja, wie denn, was denn? Ihr versteht euch ja blendend. Ihr seid aus demselben Holz geschnitzt. Hört mal, das ist kein normaler Kampf. Es ist eine Prüfung. Für eigenmächtiges Handeln gibt's fette Minuspunkte. Dann bleib hier, wir brauchen keinen Klugscheißer. Was hast du gesagt? Nimm's nicht so ernst, Cell. Warum wurde der eigentlich in Deutschland mit X geschrieben und in Japan und Amerika, glaube ich, mit C? Cypher, wenn wir gehen wollen, sollten wir das jetzt tun. Der Feind ist in der Anlage am Berggipfel. Wir, der B-Trupp, werden diese Anlage besetzen. Abmarsch. Verstanden. Verstanden. Resi ist, glaube ich, auf Steam im Angebot für die PS5, ja genau. Für Steam im Angebot für die PS5, alles klar. Resi 5 oder was? Jemanden empfehlen, mal Resi 6 zu spielen, ist ja wie sich eine Klobürste anal einzuführen, so Propagandapanda. Und ohne Gleitcreme, ohne Vorspiel. Eine benutzte. Ist nicht im Angebot. Ah, schade, okay, sonst hätte ich mal reingeguckt. Nach 4 kam schon 7. Ja, wobei ich 4 schon nicht mehr so geil fand. Unpopular Opinion. Aber 4 hat mir schon nicht mehr so gut gefallen. Aber Resi 6, muss ich sagen, wenn man jetzt nicht unbedingt sich vor Augen führt, dass es ein Resi-Game ist, ist es zumindest ein ganz netter Zeitvertreib, wenn man es mit einem Kumpel oder mit einer Kumpeline im Multiplayer zockt. Ich habe einen Keyseller, da ist Resi 5 für 5,28 € im Angebot. Barkas, hättest du denn dann mal Bock, das zusammen zu zocken? Also den Mercenaries-Modus meine ich. Oh Leute, es tut mir furchtbar leid, aber ich muss leider noch mal eben kurz Pipi machen gehen. Ich mach mir in die Buchse. Ich hatte mit Resi 5 im Koop echt Spaß, finde ich auch. Also es sind gute Koop-Games. Oder was heißt gute Koop-Games? Es gibt da wahrscheinlich auch bessere. Aber gerade wenn man Resi-Fan ist und man irgendwas im Resi-Kosmos spielen möchte, kann man die auf jeden Fall mal ganz gut an einem schönen Nachmittag mit Freunden zocken. Ich muss noch mal eben kurz Pipi machen, liebe Leute. Ich mach mal eben kurz den Sound aus. So. Sorry. Wie meinst du das, Rappi? Retro-Werbung? Sollen wir eine kurze Raucherpause zusammen machen? Also, nicht Pause, dass ich jetzt hier das Bild wieder wegmache, sondern dass wir mal eben kurz durchatmen mit Zigarettenrauch. Ja, das stimmt. Es ist halt kein klassisches Gruselhorror, sondern geht schon eher in Richtung Action-Ballerbude. Resi 5, ja, auf jeden Fall. Also wenn jemand von euch, vorzugsweise auf der Switch, weil das kann man dann auch immer abends schön im Bett daddeln. Wenn jemand von euch Resi 5 zum Beispiel für die Switch hat und mal Bock hat, das zusammen zu zocken, den Mercenaries-Modus oder meinetwegen auch die Kampagne, dann sagt mal Bescheid. Ich wäre auf jeden Fall am Stisselino. Den Feuer hier. Ich hab doch sonst immer so viele Feuerzeuge. Sekündchen. Barker schreibt, ich habe mir auch gerade eine Kippe gestopft. Be right back.
So, ach komm, da können wir so lange auch mal hier auf die Facecam gehen. Boah, ohne Witz, ne? Final Fantasy 8 macht ja richtig Bock, ey. Ich hab's vor einer Woche oder so abends im Bett einmal angezockt, um mal wieder so ein bisschen reinzukommen. Aber auch jetzt gerade mit dem Trainieren und so, wir haben uns da richtig schön Zeit gelassen. Es macht schon echt Nerv, muss man sagen.